meine Damen und Herren, hallo, ich grüße Sie zu meinem persönlichen ersten 24-Stunden-Rennen in AC. Ich habe noch keine Ahnung, was das wird. Es gibt so ein paar Dinge, da müssen wir mal gucken. Das ist ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. AC ist ein bisschen älter. Da geht es erstmal um die Übertragung. Wir werden wahrscheinlich nicht alles ja, übertragen können. Aber ich habe so halbwegs eine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Für euch, was sehr, sehr wichtig ist. Ausrufezeichen Daytona. Da ist alles Wichtige drin. Das haben die Jungs, muss ich wirklich sagen, sehr, 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 sehr gut gemacht. Da steht drin, wer wann fährt. Wo ihr zugucken könnt. Wo der offizielle Restream ist. Wo der offizielle Stream ist. Wo ihr Kameras sehen könnt, den ganzen Kladderadatsch unter Ausrufezeichen Daytona. Klickt euch da mal durch, da ist alles für euch vorbereitet und präpariert. Und ich würde auch jetzt, weil wir haben genug Zeit heute, miteinander zu quatschen. Ich würde einfach reingehen, weil es gleich Rennstart ist um 14.50 Uhr. Und dann werde ich euch quasi mal die Jungs vorstellen, mit denen wir fahren. Denn das ist ja quasi gleich. Gut, nice. Snazzi, du bist ein Engel. Ich danke dir vielmals. Ich hab dich lieb. So. Dann mal los. Hallo. Hallo. Hallo, der hallo. Tizi ist auch am Start. So. Direkt aus Washington, DC. Eingeflogen nach Daytona. Ist das, ey, Dugi, ist das dein Ernst, dass du schon so anfängst? Dann kann es doch nur besser werden. Du musst mal ein bisschen in einer Spannungskurve denken. An was für eine Spannungskurve denn? Ja, 24 Stunden sind lange. Das ist absolut richtig. Und vor allen Dingen habe ich am wenigsten Stints gekriegt. Was? Ray hat sich. Wer nicht in der Stint-Einteilung am Start ist, der kriegt halt die wenigsten Stint. Ey, wisst ihr, ich habe halt auch noch ein Leben so, versteht ihr? Ja, wir nicht. Ja, eben. Na, du sowieso nicht. Nee. Ich lag unterm Stein 2 Monate und jetzt bin ich wieder da. Ja, Dizzy. Am besten du beendest das. Was? Soll ich den Stream gleich ausmachen oder was? Das Leben. Das Leben, ja. Wow. Rundherum. Jetzt wird's widerlich. Ihr seid ja mehr jetzt so wird's wild. Ist dir das lieber? Nein, warte ich mal. Soll ich noch einen anderen. Warum seid ihr denn jetzt so scheiße? 24 H, let's go. Doch gar nicht. Warum seid ihr. Also ich hab vor allem. Cookie und Michel. Nee, warte mal kurz. Von Michel habe ich das nicht erwartet. Ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, dass Michel auf meiner Seite ist, der mir so ein bisschen den Welpenschutz gibt. Ne? Bei Duki, da erwarte ich nichts. Das ist eh einfach nur so ein toxisches Schwein so. Und. Skript, 14 Uhr 48, Washington DC. Du, alles durchgeplant. Noch voll drin, ja. Ich weiß nicht, was du hast. Du musst mal das Briefing lesen, Junge. Du musst mal das Briefing lesen. So, bist du mal auf dem Server eigentlich, Michel? Ganze 80 FPS. Ja, das ist ja. Kauf dir mal einen ordentlichen Computer, Mann. Hä? Ich hab einen Laptop hier dran. Da ist er doch. Ich guck erstmal. Ja, wir haben jetzt tatsächlich, okay, nicht alle werden das haben, aber ich hab zumindest, ich hab jetzt andere LED-Farben. Weiß und. Ist das blau? Soll das blau sein? Wird wahrscheinlich blau sein. Bestimmt weiß. Ja, die Fahrerpaarung ist heute auf jeden Fall sehr, sehr wild. Also. Ja, das trifft es auf den Also, ich glaube, der Einzige, der hier was reißen will, ist Michel heute. Also, Michel muss man dazu sagen, den habe ich so kennengelernt, ist ein richtiger Tryharder. Duki ist, naja. Ich reiß mir höchstens den Meniskus oder so. Sonst reiß ich nichts. Bei Dugi kommt nachher sowieso erstmal, oh Jungs, ich hab Technikprobleme, können wir mal bitte, also kann einer für mich Sinn fahren, ey. Mein Lenkrad geht nicht. Er ist gar nicht mal so abwegig, ne? Und das zu dem Comeback dieses Jahr, weißt du? Das wird ja so, das Comeback. Ich bin jetzt auch live. Ja, ich guck schon deinen Stream. Nice. Ja. Ehrenmann. Was ist denn das für eine Fingercam? Was hast denn du für süße Fingerchen? Ja. Geil, cool, ey. Ne? Ja. Ja. Ich fand ja auch noch was also es gibt heute auf jeden Fall noch eine Geschichte, die wir erzählen müssen. Die erzählen wir dann, wenn Michel dann unterwegs ist. Kannst du bitte aufhören? Ich restream gerade deinen Stream.
Achso. Ja, das müssen wir, muss man noch mal ganz kurz erklären für die Leute da draußen. Wir müssen sehr viel mit Restream arbeiten, weil wir können nicht auf den Server connecten und uns das angucken. Also immer nur einer von uns kann quasi die TV-Cam übernehmen. Ja. Und einer eben fahren. Wir haben das Glück, dass wir einen extra Slot auf dem Server haben, wodurch wir überhaupt diese TV-Cam-Feature nutzen können. Aber ja, das Oha. Geht halt nicht so leicht wie in ACC oder in iRacing, dass jeder einfach auf den Server kann und zuschauen kann. Da ja. müssen wir ein bisschen Flexibilität zeigen. Frage nochmal für einen Freund, wie kann ich die Fahrernamen nochmal ausblenden? Steuerung L. Nee, das... Ja, doch. Ja. Doch. Nein, das Spiel ist ausgegangen. Gehst du jetzt bitte mal aus dem Dings raus hier? Weil ich will, Auto will den Start mit Ton haben. Was? Naja, wenn wir jetzt hier alle drin sind, dann hören wir uns ja alle 20... Was hast du überhaupt für Pedalen? Warum hast du die so rum angebaut, Michel? Alter, Thorsten. Top Mount. Thorsten haut halt mal 50 Euro rein. Also mit Michel ist halt vom anderen Semester. Vielen Dank, das. Mann. Thorsten! Oh, hey. Michel, ich dachte, du bist ein guter Fahrer. Oh, das ist erstmal unser Team als My Team wegen wieder. Den Pedalen jetzt. Ja. Hey Thorsten, danke, Mann. Ohne Witz. So, also an alle Zuschauer kann man auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen, es gibt wieder ein von der Liga offizielles Live-Timing. Also da könnt ihr wirklich danke alle Teams alle. Auschecken, wo die gerade sind, was für Zeiten die fahren, wer gerade auf dem Auto sitzt, natürlich auch mit unserem Fahrzeug Nein. selbstverständlich, welche Strafen es gibt. Und also das ist wirklich, glaube ich, das beste Live-Timing im so, Sim Racing, hier, was ich so... Mal runter, es geht los. Ja. Viel Glück, Maga. Viel Glück! Und fahren wir und so weiter und so fort. Geil, dann können wir jetzt endlich Ton anmachen hier. Nice. Sorry. Sorry, Ray. Alles gut. Guck mal. So. Also wir müssen heute so arbeiten, Leute. Wir müssen so streamen. Gucken. Dass wenn jetzt einer vom Server fliegt, wo soll ich mich da jetzt einordnen? So, da geht's jetzt los. Jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie mich oh. selbst aus der... Hat es jetzt geklappt? So, Stream Chat, ja. Wir sind jetzt allein. Übrigens, das ist unser eigentliches Fahrzeug, nochmal zur Erwähnung. Oh, wir sind noch vom Server. Ja. Cool. Und ja, wisst ihr Bescheid. So, wir gehen nochmal ganz kurz alle durch. Das ist nämlich jetzt die Einführungsrunde. Sorry, Frage, wie ist denn das, wenn jetzt einer vom Server elliptischen Anfall. Soll ich mich da jetzt einordnen? So. Na, wahrscheinlich wird er so eingeordnet bleiben, oder? Oder hat ihm das schon jemand beantwortet? Ja, Duki ist schon unten. Ah, okay. Klärt Dinge. Duki macht so, ich versuche mal das Live-Standing ja, direkt das war eine echte Ray, unterbrechen kurz. Gerade einer vom Michel ist einer vom Server geflogen. Wie soll er sich verhalten? Ich hab keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll. Ich da irgendwas in sagen, bleib auf dem Platz. Wüsste ich nicht, dass man aufrücken darf. Ich würde einfach sagen, ja imaginär lassen einfach. Bleib auf dem Platz, ja. Sicher ist sicher. Wenn du das nochmal genau in der Erfahrung bringst, das wäre mir ganz lieb. Das Lifetime ist noch nicht so ganz aktuell, wie man sieht. Ja, das gucken wir uns alles ja, später an, Leute. Wir wollen ja den Start miterleben mit Michel. Das ist richtig. Können wir uns nachher alles angucken, Leute. Wir haben genug Zeit. Wir sind 24 Stunden live. Warum geht denn diese blöde Leiste hier danke, unten Danke, Eric's Racer. Vielen Dank auch nochmal an dich. Ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast. Bleib so, Michel. Lass Luft. Da gab es jetzt keine spezielle Regelung. Tu einfach so, als wäre er da, würde ich sagen. Die was? Aufregung! Sie steigt. Nee, gar nicht. Ich sehe gerade die Schuhe von Michel. Ja, die sind geil. Nice. Okay, die sind halt richtig sexy, ey. Braunes Rennvelour. Hier sind Fabrikfilter. Ich danke dir, wie es auch. Die fand ich letztes Mal auch schon cool und da hat er mich ausgelacht. Ach Mensch, zum Anfang des Streams, du nadet ja gleich so rein. Vielen Dank. Vor allem, er hat gestern erzählt, dass er wie viele Jahre hat er die schon rumliegen? 16 Jahre oder so. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Ich bin mega aufgeregt und dass der jetzt da vom Server ist, ist halt mega kacke. Michel hat seine Hose in die Socken gesteckt. Man sieht am linken Bein so eine Ausstellung. Ich habe natürlich jetzt den Stream nicht. Jetzt kommt die Analyse, ey. Das Eichhörnchen ist nur nicht die Hose, die komplett groß gemacht, aber vielleicht hat er seine Hose in die Schuhe gesteckt. Lesen. So, es wird gefragt, ob wirklich 24 Stunden gestreamt wird. Glaube, ja und nein, also wir werden das komplette Rennen auf verschiedene also Streams so viele auslagern. DC wird versuchen, vieles auch zu restreamen. Also er versucht auf jeden Fall 24 Stunden ja, live zu sein. Ja, ich will versuchen, am Anfang auf Twitch, wie ich jetzt verstanden habe. Ja, genau. Wir lagern es ein bisschen aus, aber wir haben so eine Stream-Übersicht. Ich glaube, ihr habt DC auch schon verlinkt. Genau. Ja, da könnt ihr dann auch immer sehen, gucken. Gerade auf Seite 2 dieser Stream-Übersicht also seht ihr auch schon mal den groben Plan, wo wir versuchen, uns an den zu halten. Ist ein extra Link, also so. Und jetzt geht's aber hier ins Double-File. Jetzt wird's gleich ernst. Jetzt gehen wir gleich mal ein bisschen hier zur richtigen Renn-Action.
Und du bist Junge, Junge. Du bist in der TV drin, ne? Wir gehen in die Sabbelei. In die Sabbelei. Schön 24 Stunden rumquatschen und das mit Duki. So, jetzt sehen wir es. Er lässt da gerade Lücke, denn vor ihm scheint wirklich einer disconnected zu sein. Ja. Er muss noch ein bisschen Platz lassen, sonst gibt es. Das Problem ist halt, wenn er jetzt aufschließt, müssten alle anderen hinter ihm theoretisch auch aufschließen, beziehungsweise die Bahn wechseln. Und da geht's los. Er ist ja schon unten auf dem Oval. Okay, also er hat auf jeden Fall viel, viel Platz nach vorne, was schon mal prinzipiell gut ist. Oh man, diese erste Kurve, ne? Die ist einfach Chaos. Man muss dazu sagen, für die Leute von hier jetzt, hier fahren sehr ganz, also ziemlich schnelle Menschen mit. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum mit die schnellsten, die es in Assetto Corsa gibt. Also. Oh! Da ist hinten aber einer kurz mal raus. Kontakte. Aber wir gehen rein. Los geht's! 24 Stunden, Daytona! Uiuiui. Ja, die Uhr läuft rückwärts. Zum Glück. Ja. Sonst wird das Rennen niemals aufhören. Ja. Oh. Mit den schnellsten, die es gibt, und Nils. Also sehr guter Start. Duki, du Penis, ey. Ich bin 3 Tage Assetto Corsa gefahren, weißt du? Und Nils. Es reißt halt auch nicht ab, weißt du? Ich habe auch noch so gesagt, wann war das, am Mittwoch? Habe noch gesagt, so, Duki, okay, es ist zwar alles spaßig, aber ihr habt ja noch kein einziges Mal normal miteinander gesprochen, ihr zwei, oder? Das hat Nils gesagt, ich wusste nicht mal, dass du Nils heißt. Ach, ja, du kannst mich nennen, wie du willst. Du kannst mich auch gerne. Wie viele sind gestorben? Habt ihr das mitbekommen? Also Karl Dall, Connery in letzter Zeit. Connery ist auch gegangen. Ja, sagte sie mal, bitte. Also Michel, ich bin drauf und dran, heute Michel nur Scheißinformationen zu geben. Kürzlich noch Maradona. Was er uns gestern erzählt hat. Kannst du mir Sound aufdrehen? Ja, das kann ich machen. Ich habe nur, weil Michel halt zwischendurch auch redet, das kurz ein bisschen leiser gemacht. Sehr gerne, ja. Wir müssen damit jetzt... Wie viele sind gestorben? Habt ihr das mitbekommen? Genau, deswegen... Wir müssen damit jetzt ein bisschen leben, dass das heute etwas wilder ist von der Übertragung her, weil AC ist leider noch nicht auf den Stand von ACC. Aber das kriegen wir schon hin. Korrekt. Dafür die Sponsoring-Überlackung in deinem Stream sieht auf jeden Fall professionell aus. Also das kannst du oben rechts schon. Ja, du, ganz ehrlich. Den Medienpartner gut verkaufen, ja. hat er das selber reingemacht? Ja, ne? Ja, ja. Es ist seins, ne? Soll die Scheiße mal ausmachen hier, was soll denn das? Ja, also die Sponsoren, die da kommen, sind eigentlich die wir halt haben für unser Team. Oder was heißt Sponsoren? Das ist ja mehr so ein... Credits-Mentioning. Das hätte man ja auch mal vorher sagen können, ne? Hätte man das ist alles im Discord. Weißt du, das ist alles im Discord. Wer hat eben gerade noch so eine halbe Stunde vorher Apps einstellen müssen? Du. Richtig, und warum? Ja, das ist alles im Discord, Junge. Ist alles im Discord. Ja, was man vielleicht auch mal noch sagen kann an die Zuschauer bei Dizzy, wir geben unseren Autos in dieser Langstreckenserie immer einen weiblichen Namen. Normalerweise ist die schrille Sibylle unser Gefährt, aber da wir heute so ein bisschen im Stars and Stripes Look sind, haben wir quasi die Schwester der schrillen Sibylle am Start, und die haben wir jetzt, oder die hat unser Designer Starlet getauft, und wir haben das immer so gemacht, dass herzlich dazu jeder eingeladen ist, gerne ein Trinkspiel, alkoholisch wie nicht alkoholisch, zu machen. Immer wenn wir unser Fahrzeug erwähnen, namentlich, also die Starlet, dann darf man gerne Prost und so weiter. Ich habe halt null Windschatten, ne? Also keine Chance. Irgendwie Prost. Ist unsere Aero broken. Ich gehe mal runter und sag auch Prost zu ihm. Oh, hat er nochmal gut gefangen hier, die Karre eben gerade. Wir bleiben raus. Das haben wir auf jeden Fall schon beim Training vorm Rennen festgestellt, dass wir aerodynamisch jetzt nicht so, also dass wir da irgendwie in den Windschattenphasen ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und wir haben aber in Teilen der Schikane zum Beispiel sehr schnell sind. Ich habe halt null Windschatten, ne? Schwer also zu sagen, woran es liegt. Keine Chance. Irgendwie ist unsere Aero broken. Oh, ich hasse dieses Lifetiming, ne? Dass es immer hin und her springen muss. Wir haben aber auch extra, wir haben ja am Freitag schon gesagt, dass Michael einfach ein scheiß Setup zusammengebaut hat. Und jetzt sieht man natürlich wieder, was für eine Kacke er da wirklich gebaut hat. Ja, also, das sehe ich ja als Anfänger schon, dass das totaler Rotz ist. Das ist richtig. Das haben wir ihm auch so mitgeteilt.
Ist aber auch seine Intention. Also, soll ich das mal den Zuschauern nochmal vorlesen, was wir Michel mitgeteilt haben, auf die Frage hin, was wir von seinem neuen Setup halten? Ich glaube, das würde die Zuschauerschaft sehr interessieren, ja. Ja, ich glaube auch. Also hier interne Fakten, und zwar am, es war glaube ich am Donnerstag war das. Nee, Freitag, genau. Ja, beinahe. Ja, doch. Donnerstag, gestern war Freitag, ja. Oh, also am Donnerstag hat uns Michel nochmal ein neues Setup zusammengebastelt und er war selber aber nicht anwesend, hat mich oder uns im WhatsApp gefragt, was wir denn von diesem Setup halten. Daraufhin haben wir gemeinsam ihm entgegnet, einen Moment, ich muss gerade kurz gucken, folgendes. Hümpf. Also Setup ist schon übelster Schmutz, aber war ja auch nicht anders von deinen Setup-Skills zu erwarten. Selbst Dizzy hat das direkt gemerkt. Ja, er meinte richtiges, okay, ich mache jetzt Setup. Nur Duki findet es gut, weil er jede Kurve instant driften kann. Was macht der außerdem denn? Ist er so lange nicht gefahren, dem könntest auch einen toten Fisch zum Fahren geben. So fühlt es sich auch an. Ach ja, by the way, alle sind direkt eine bessere Bestzeit gefahren und schaffen die Zeiten auch mehr oder weniger konstant. Also können wir schon nehmen. So. Damit wusste er Bescheid. So, das ist die allgemeine Stimmung. Also teamintern geht einiges hier. Was ja eigentlich auch nur zeigt, wie doll Schmutz sein Setup davor war. Da kann ich dann mal kleine Verbesserung rausgehauen hat. Also jetzt mal von mir da eine kleine Anekdote. Ich bin ja vorher noch nie AC gefahren. Und dann hat Ray mich ja gefragt, ob ich Lust habe, irgendwie mitzufahren. Und ich sag so, ja klar, warum denn nicht? Aber noch nicht mit den Hard Facts vertraut, wie das hier überhaupt läuft. Und ich ja, hast du ja auch nicht wissen wollen. Also mir wurde zum Beispiel nicht gesagt, dass die Autos sich hier ganz, 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 ganz anders fahren. Und ich saß dann drinne und dann gibt mir Michel, muss man dazu sagen, fährt halt so richtige Hardcore-Setups, die wirklich nur für ihn zugeschnitten sind. Ich habe mich so oft in den Kurven gedreht und konnte nicht bremsen und habe so eine scheiß Rundenzeiten gemacht. Und dann kam halt gleich so am ersten Abend, ja, also eine 1,46 wäre schon ganz gut, ne? Und ich bin halt 1,51 gefahren. Ja, war schon fast dran. Ich musste also wirklich sehr hart schwitzen, um hier überhaupt irgendwie so ein bisschen auf Pace zu kommen. Ich wurde halt richtig reingebaitet. Ja. Muss meine Sponsor noch verschieben. Ich mach das jetzt. Damit das nicht alles überlappt und für euch da draußen schön ist. Also gehe ich kurz AFK zum Stream-PC. Also so ganz ohne Windschatten sieht's nicht aus. Der konnte sich jetzt gerade ein bisschen an den Audi ransaugen hier vor der Schikane. Ich kann es leider nur etwas verzögert kommentieren, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh Junge, ist das spannend. Auf jeden Fall schon in den Top 10. Hier so, Michel hat ganz schön hart zu kämpfen. Was wird das jetzt, wenn es fertig ist? Sag mal, zählt das eigentlich als Off-Track überholen? Dugi, du bist sein Seelenbeauftragter, dann bist du ihm. Ich sag mal nein, oder? Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich sag doch. Also. User left your channel. So, ich mach mal ganz kurz bei mir im Stream das Live-Timing unten raus, mal, weil das jetzt am Anfang eh viel zu viel rumspringt. Und wir das auch nicht brauchen. Ja, das gucke ich mir auch alles erstmal nach dem Start in Ruhe. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Also für euch da draußen, wenn ihr die Stint-Übersichten sehen wollt, wann wer fährt. Alles gut. Ich meine jetzt von dem Grünen, nicht von mir. Nein, alles gut. Das war Off-Track überholt, Mann. Ja. Ja, ich bin immer verwirrt, dass zwischendurch halt aus dem Stream noch von... Achso, Michel noch gelabert wird. Ja, Michel noch labern. Also wenn ihr Infos Protest, haben wollt, Ausrufezeichen Daytona. Strafe will ich oh fuck, ich muss ja mal hier noch... Off-Track überholt. Das geht mal gar nicht. Das kommt auf die Liste. Ich mache eine Exit-Tabelle fertig und dann... Genau, bei mir ist Ausrufezeichen Übersicht. Vorbei, da sollte dann der Link sofort auch gepostet werden. Das hat, glaube ich, Memphis noch eingerichtet. Dankeschön, Memphis. Starker Memphis. Also, für die Mods mal kurz klatschen. Ja. Ist Duki eigentlich auch live? Nee, was soll ich denn übertragen? Na, den Stream. Nee,
Oh, was, so, gehst du gar nicht live jetzt? Ja, nein, erst zu meinem Stint. Ehrlich? Ja, sicher. Wir haben doch das schöne Dokument, da kann ja jeder dann wechseln, wenn die Streams jeweils live sind. Du hast die 2 Monate irgendwie, warst du so viel in der Sonne und hast dir das Hirn gegrillt, oder? Hast du dir vielleicht mal die anderen Übertragungen angeguckt, um dich irgendwie vorzubereiten? Was? Hallo? Was heißt hier vorbereiten? Ich bin vorbereitet. Ich versuche hier. Vorbereiten? Das frage ich mich auch bei dir. Hallo? Das wurde so nicht kommuniziert. Alles gut. Ich glaub, wir haben aber ich gehe erst wirklich live, wenn um circa 20 Uhr, ich glaube um 7:30 habe ich jetzt meinen Stream eingestellt. Bisschen warm fahren und dann steige ich für einen Triple Stint ins Auto. Und dann gehe ich schlafen. Ab da geht dann der Livestream auf dem Abgefahren-Kanal los. Ist ja abgefahren. Wann kommt wieder DTM? Meinst du jetzt in echt, oder? Ja, bei dir auf dem Kanal natürlich. Auf deinem Kanal. Ich erwarte sehnsüchtig DTM. Ja, und das ist auch schon mit allen so ausgemacht, sobald Duki was hochlädt, wird erstmal in den Kommentaren nachgefragt, wann endlich wieder DTM kommt. Also wirklich, an alle Zuschauer, egal auf welchem Kanal ihr gerade seid, wenn abgefahren, also Duki irgendwann ein Video hochlädt, also egal welches, bitte schreibt in die Kommentare. DTM ist. Schreibt einfach bitte in die Kommentare, wann kommt wieder DTM. Das wäre super lieb, wenn ihr das machen könntet. Und dann aber auch schön hier mit Däumchen, das ist ein Träumchen, und schön hochboten. Ja Leute, falls ihr euch fragt, warum die ganze Zeit keine Videos kamen, ne, wenn man hier so konstant gemobbt wird, dann demotiviert das so hart. Ja genau, jetzt, dann ist das vorbei. Wild, langsam. Jetzt halt einfach schon die GT4s. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon in der Überrundungsphase gerade. Eieieiei. Nach circa 11 Minuten. Das nicht ja, das die drei lustigen Vier hatten mich ja anfangs. Nö, ja, aber das meiste vom Rennen eigentlich hat schon geschafft. Ich würde sagen, stop the count und Feierabend Party. Geil. Countdown. Und ich Countdown, genau. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie ich das übertrage. Also anfangs. Guck mal, der Bruder im Geiste wird gerade überrundet. Der AMG hat nämlich auch einen Stars and Stripes Lackierung. Apropos, oh, für alle, die es verpasst haben, kann ich mir sehr empfehlen, zieht euch das Intro rein vom Pre-Race auf dem offiziellen Übertragungskanal von Virtual Racing. Da haben sich alle Mühe gegeben, da ein schön authentisches Flair rüberzubringen. Was da alles mögliche ist, war sehr unterhaltsam. Mit Mods, ne, hast du gesagt. Ja, ja, genau. Jet-Mods und Hotdog-Mods, ah, ja. Alle möglichen Mods. Die Soldaten-Mod und... Gibt's eine Rennleitung? Natürlich gibt's eine Rennleitung. Ja, ja. Oh, ja. Hinten haben sich zwei abgesegelt. GT4s. Ich hab schon ein CPU-Warning, das läuft. Was, du hast CPU-Warning? Gerade kurz gehabt, ja. Ja, gut, weißt du, ich hab bei meiner Übertragung, wenn ich Übertragung mache, habe ich halt die Grafik auf Maxed Out. Gefällt dem nicht immer so. Nein, es fahren aber viele Audis mit, Stefan. Aber wenn ich danach erfahre, dann drehe ich es wieder runter. Ja, ja, ja. Weil der Audi über die Saison gesehen schon das favorisierende Fahrzeug ist. Da ich jetzt öfter schon gelesen habe, wann fahre ich, wann fährt jener. Schaut einfach über die Übersicht. Auf Seite 2 seht ihr quasi den groben Plan, wann der ungefähr ins Lenkrad greift und auch für wie lange. Ja. Kann sich natürlich immer verschieben. Vielleicht auch ein wenig am 10-Zylinder. Je nach Zwischenfall, aber so einen groben Grundplan braucht's einfach. Ja, ich habe so 10 Minuten vor meinem Stint, fällt alles aus. Momentan Platz 9, ja. Also wir haben insgesamt. Wer vor dir, Michel? Ist ja egal. Der hat ja Takte bis gar keine. Er hat ja dann erst 3 Stints in seinen Knochen. Da kann er nochmal ruhig nochmal. Mega anstrengend. Oh, der Michel, Alter. Michel, ohne Witz, Michel könntest du eigentlich wirklich so ein Soundfile oder Soundboard aufnehmen und dann immer die gleichen Dinger in jedem Langstreckenrennen abspielen. Wenn es jetzt ACC wäre, müsste man halt noch hinzufügen, oh, die Reifendrücke sind. Boah, die gehen gar nicht. Übelster Schmutz. Michel hat ja dann das Dreistens runter. Er könnte ja dann nochmal fahren. Oh, das ist jetzt schon mega anstrengend, als wenn er uns hören würde. Weil ist er denn, wie lange ist er gefahren? Das ist jetzt schon mega anstrengend. 13. 10 Minuten und er ist. Oh, ist schon mega anstrengend. Ich kann schon gar nicht mehr. Ja. Bist du schon mal Multiclass gefahren, die 7? Ja, IMSA iRacing. Und was anstrengend? Warst du schneller oder langsamer Klasse? Die langsamste Klasse. Mhm. Es war, Dann wird das interessant für dich, glaube ich. Ja. Du, das Ding ist so, wie ihr schon gesagt habt, als ich gesagt habe, ich bin noch nie 2 Stunden Stint gefahren und ihr mich ausgelacht habt, Ja, das liegt aber wahrscheinlich auch an dem halt lernen, ja, wir haben eher gelacht, weil wir wussten, das wird hier nicht anders funktionieren. Du, ist ja auch alles, ist auch überhaupt nicht schlimm. Also, ich fahre auch das allererste Mal nachts und wahrscheinlich wird es nachts sehr ruhig sein, gehe ich von aus. Mal gucken. Inwiefern ruhig?
Ja, ich glaube mal, nachts werden wir alle so Schwierigkeiten haben, noch wach zu sein. Ach, das meinst du, ja, ja, gut, ja. Weil auf der Strecke die Rennaction, oh, das... Nein, das meine ich nicht. Dementsprechend, der Fahrer hat da nicht viel Ruhe vor sich. Also, ich bin immer sehr ruhig beim Fahren. Ich habe nicht so... Ich kann dich nur nicht so gut einschätzen, ob ich dir glauben soll oder nicht. Also, ich bin wirklich die Ruhe selbst. Ich höre auf zu reden und fahre 2 Stunden meinen Schuh runter. Bin ja mal gespannt. Ja. Das wird sehr gut. Nimmt sich Duki auch immer vor, aber spätestens nach einer halben Stunde geht's Gequassel los. Ja, was soll das? Das ist aber auch nicht schwer, wenn man... Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich denke mal, ihr habt mittlerweile so viel Erfahrung, dass ihr reden könnt und fahren könnt, aber ich kann nur eins von beiden. Ja, also... Meine Theorie war immer, wenn ich das lang genug mache, dann kann ich immer beides. Dann kann ich gut reden nebenbei, ja, verkack die Grammatik nicht und bin trotzdem schnell. Aber das klappt seit 7 Jahren schon nicht. Und ich habe halt wirklich gemerkt, gerade bei solchen Rennen, Chat aus... Fokus nur aufs Rennen und dann bin ich einfach viel schneller und konstanter. Ja, auf jeden Fall. Kannst du nicht weggehen. Sobald du das Maul aufmachst, verlierst du eine Sekunde pro Runde. Du kannst auf der Gerade fahren, ne? Und machst den Mund auf und dann siehst du die Zehntel, wie sie sich aufbauen. Ja, ist halt wirklich so. Mag an der Aerodynamik liegen. Ja, das ist einfach das Scheiß. Wind eingefangen. Nee, das ist einfach Michel sein scheiß Setup. Ja, ich glaube auch. Das kommt mit Laber nicht klar. Das geht noch mit seiner Stimme, weil er labert ja die ganze Zeit durch, wenn er fährt. Die sind jetzt momentan auf Platz 13, wenn ich mich nicht vergucke. Wer macht einen Michel Crew Chief Mod? Braucht er doch nicht. Oh, das wäre geil. Schön Michel seine Ansagen. Maga, du fährst Schmutz, fahr mal schneller. Du bist Schmutz. Reifen, Schmutz. Ich guck mal auf seine Zeiten gerade. Also geil, wer auch, wenn der Crewchief dann sagt nach 10 Minuten, es ist jetzt schon anstrengend. Ja. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, ey. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, ja. Lange mache ich das nicht mit. Gib gar also, schnellste Rundenzeit von ihm ist eine 1:45.785 und fährt im Schnitt aktuell. Oh. Boah, das ist aber voll langsam. Warum? Achso, durch den Start wahrscheinlich. Aktuell ist die Durchschnittszeit eine 1:47.3. Ne, jetzt 1:47.1. Und er ist auch gerade eben seine persönliche PB gefahren mit einer 1:45.493. Um das nochmal ganz kurz hier einzuwerfen. Und damit hat er jetzt schon meine persönliche Bestzeit geschlagen. Geschlagen. Aber im Rennen. Im Rennen, ja. Wie schnell, ja gut, meine persönliche Bestzeit ist ja auch im Rennen drin, also so ist sie nicht, aber ja. Ja, warte mal. Wenn ich euch nachher alle schlage, dann geht's los. Ich habe heute sogar extra noch den Ventilator umgebaut. Falls es heiß wird. Für Windschatten, oder? Nee, ich habe so einen Ventilator für meine Hände. Damit, also wir schließen jetzt langsam wieder schwitze. Auf die GT3s vor uns ab. Die Überrundung sollten wir jetzt erst... Bist du ein Handschwitzer? Ein aktiver? Nö, grundsätzlich nicht, aber ich habe mir das mal gedacht, weil das schon sehr warm war irgendwann. Wieder, und du willst ja auch nicht alle Attacke 2 Monate neue Handschuhe kaufen. Oh, Dizzy hat einen Waschbär auf dem Schoß. Hä, bist du blöde? Das ist meine Katze, du Pfeife. Ich glaube, früher oder später müssen wir mit dieser Waschbär-Story auf jeden Fall anfangen. Auf jeden Fall noch, wenn Michel fährt. Naja, Bär ist ja schon ja, im Chat. Ja, 40er Zeiten sind in Audi extrem schwer, als zumindest noch für mich. Ja, Grüße an alle, die nach und nach einschalten. Die ersten 18, 17 Minuten sind jetzt schon gefahren. Michel hat einen guten Start gehabt, direkt auf Platz 9 vor. Wir sind ja von 13 gestartet und ja, das ändert sich ja beim nächsten Stint. Da geht's wieder rückwärts dann. Keine Sorge. Dafür sorge ich schon. Alles klar, perfekt. Ja. Dass wir da wieder auf dem, auf dem neutralen Nenner sind. Na, die Rundenzeiten fahre ich auf jeden Fall nicht von. Lol, er fährt halt schöne 1:45.3. Ja. Nee, fahre ich auch nicht. Also ich bin hier der langsamste aus dem Team, übrigens. Also, falls wir nachher an der Performance irgendwie was kritisieren wollen, alle zu mir bitte. Oder zu Duki. Ich wollte gerade sagen, also so weit weg bin ich da auch nicht. Ja, du bist schon fast 1:45 gefahren, ne? Ja, tatsächlich. Stimmt. Naja, siehst du, also. 6:40.0. So, ja. So weit weg warst du nicht. Aber bei dir konnte man ja auch konstante Verbesserungen sehen. Also, ich glaube, jede Stunde Fahrpraxis gibt einem da nochmal extra Sicherheit. Vielleicht sogar ein bisschen Speed, die dann mit wachsender Routine automatisch kommt. Also was ich noch sagen kann, ist auf jeden Fall, versuch vor der Busstop-Schikane und auch vor der ersten Kurve
nicht allzu weit links Richtung Mauer, weil da ist irgendwie so ein unsichtbarer Puffer bei der Strecke hier leider, der das Auto einfach direkt einen Totalschaden senkt. Nur schon mal so als Vorwarnung. Alle hier übelst fuck schnell, das geht gar nicht, Mann. Ja. Deswegen hat da Michel auch immer diesen extremen Sicherheitsabstand von der Mauer, weil ihm das vielleicht schon mal passiert ist. Ich bin fast sowieso sehr weit außen. Das Ding ist ja auch, ich sag's ja immer wieder, wenn du konstant bist, kannst du auch gerne ein bisschen langsamer sein. Denn was bringt's dir, wenn du eine halbe Sekunde pro Runde aufholst oder schneller bist und fährst 60 Runden, dann hast du vielleicht eine halbe Minute gut gemacht, haust dann einmal das Ding in die Wand, wir müssen in die Box fahren, es kostet und kostet und kostet zwei Minuten und der ganze Vorsprung ist wieder weg. Dann also lieber ein bisschen Pace rausnehmen, ein bisschen Speed rausnehmen und lieber sicher um die Strecke fahren. Der gute Fahrer kann natürlich beides, schnell und sicher unterwegs sein, aber ja, da muss man eine gute Waage schaffen, denn sonst schmeißt man einfach zu viel Zeit weg. Ja. Und dementsprechend sollte man sich da gar nicht so große Gedanken machen und immer die Augen auf die Zeit haben. Das ist für uns jetzt als Zuschauer ganz interessant, da auch mal die Durchschnittszeiten sich anzuschauen. Aber als Fahrer muss der Fokus da hauptsächlich auf der Konstante liegen, so wie ich das mache. By the way, weil wir es wegen Rundenzeiten haben, 1,45, 2,12, nochmal eine Zehntel gefunden, der gute Michel. Und apropos Konstante, das war ja natürlich mein Wort hier, wieso kann ich das ja eigentlich nie richtig haben scharf stellen? Wir haben ein Stichwort. Flügelsetup. Blöd, das muss ich in den Fotomodus gehen, den ich nicht finde. Wie lange die damit fahren können. Und dann kann ich hier. So, ich werde aber auch mal kurz beim Chat können. Hallo sagen, habe ich heute noch gar nicht halt getan. Also die Interaktion ist gerade nicht vorhanden. Also da habe ich gesagt, komm, fuck auf die 1,12. Dann lass lieber safe fahren. So, ihr Banausen, Skobia, dankeschön für 44 Monate, Multikralle, dankeschön für 24 Monate, Daneless, dankeschön für 40 Monate, Charinado, ich grüße dich, Missing, Moinsen, Noam, ich grüße dich auch, Equi, Dragan, Moinsen, Stuhlsen, ich grüße dich, Duki, Moin, Jonas, ich grüße dich, Mestrogon, Moin, Sferik, ich grüße dich, Crystal, schönen guten Tag, Nudelsuppe, Moinsen, Big Age, ich grüße dich auch, netter Mann, schönen guten Tag, Austri, schönen guten Tag, Matze, Moinsen, und Elvinko, ich grüße dich auch. Hallo, Moppel, moin. Wir gehen mal ganz kurz in die Übersicht, weil... Ja, die müssen ja nicht alle dieselbe Linie fahren. Das zeigen wir euch gleich mal kurz. Na, das Auto geht halt aus natürlich im Hintergrund. Die Jungs deswegen, haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die Kurven dahin gehen und haben hier Folgendes für euch zusammengebaut. Also langgezogen wie mit einem Auto. Ihr könnt nämlich, wenn ihr wollt, wenn ihr Ausrufezeichen Daytona eingebt, kommt ihr in diese Übersicht hier. Und ihr könnt hier quasi alles sehen, also alle Streams, die es gibt. Ich versuche, weil ich das nämlich auch vorher noch gar nicht wirklich wusste und wir das gar nicht so kommuniziert haben. Ich habe gedacht, wir sind alle irgendwie 24 Stunden live. Das war ein bisschen ein Missverständnis. Ich versuche, 24 Stunden live zu sein und das komplette Rennen für euch zu übertragen. Ich werde heute Nacht schlafen gehen, denn mein Stint ist um 2.30 Uhr bis 3.25 Uhr. Also ich fahre heute Nacht 2 Stunden. Und werde dann schlafen gehen. Was ist denn? Warte mal, 2 Uhr? Ich fahre doch nur eine Stunde, oder nicht? Nee, ich fahre 2 Stunden. Ja, ich fahre 2 Stunden. Also, ich werde hier irgendwann nach meinem Sinn schlafen gehen, bis, glaube ich, irgendwo hier oder so. Und dann könnt ihr hier, werdet ihr wahrscheinlich einen Restream sehen. Vielleicht bin ich auch nicht müde und ich gehe gar nicht schlafen. Mal gucken. Aber auf der Seite hier könnt ihr euch alles reinziehen und reinzimmern und habt die Möglichkeit, alle Streams zu finden und euch anzusehen. Wir haben leider, also ich habe leider keine Möglichkeit, euch das Rennen anders zu übertragen. Das läuft in AC nicht so wie in ACC, dass man drauf ist und einfach in dem Auto ist. Und das geht hier so nicht. Deswegen müssen wir damit irgendwie leben. Quasi. Also gucken wir uns quasi immer die Streams von den anderen an und wir springen auch gleich mal wieder rein bei Michel und gehen nochmal zurück zu den anderen Jungs. Dieter, ich grüße dich. Alex, ich grüße dich auch. Hallo. Quanti, ich grüße dich. Hallo. Moppel, Moinsen. Schönen guten Tag. Also, 24 Stunden. Olé. Also, schon schade, dass es schon wieder vorbei ist, ne? Das ist jedes Mal dasselbe. Das stimmt echt. Aber ich muss auch sagen, letztes Wochenende, das ist auch nicht so lange her, habe ich gehört, das 12-Stunden-Rennen Spa, also Worst Wars 2. Danke nochmal an Dizzy, der ja da der Chef ist, der Namensgeber, wie auch immer. er steht für seinen Namen, schließlich. Ja, aber da dachte ich auch so, keinen Witz hatten zu haben.
diese 12 Stunden, ach, der Michel. da hatte ich aber auch so das Gefühl, das war lang genug. Aber lag vielleicht daran, dass wir nur zu zweit waren, Michel und ich. Also das ging halt super schnell rum, das... Ihr wart zu dritt oder zu viert? Zu dritt, oder? Jetzt decken wir den Porsche. Ja, aber potenziell, wenn er zu viert, zu zweit die 12 Stunden Liebe gefahren sind... Liebe es, keinen Windschatten zu haben, wenn er nicht so warten würde. Zu ja, viert die 24 jetzt... Stunden Fahrt, ja. Dann ist es ja eigentlich das Gleiche. Ja, am Ende ist es... Stimmt eigentlich, warum haben wir uns so Stress gemacht mit der Stint-Einteilung? Wir hätten einfach das 4 Leute, es splitten auf 2 Hälften. Genau. Ja? Ich habe ja weniger Stints. Machen wir das nächste Mal. So, jetzt aber. Ja, irgendjemand musste weniger Stints bekommen, so by the way. Jetzt decken wir den Porsche. Ja, Dizzy, Alter. Warum musste? Also warum? Nee, weil es nicht aufgeht. Okay. Wir haben, also wenn er nicht so warten wir werden auf 23 Stints und so ein paar zerquetschte Runden bitter. Wahrscheinlich rauskommen. Mhm. So laut Hochrechnung, vielleicht sogar auch ohne diese paar angebrochenen Runden. Ja. Und dann war es halt klar, dass einer nur 5 Stints fährt und der Rest dann 6 Stints fährt. Die Stintlänge definiert sich ja auch durch den Tankinhalt für alle Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen. Also wir sagen nicht, wir fahren jetzt genau 60 Minuten, dann geht's in die Box, sondern wir gucken, wie viel verbraucht der Audi pro Runde, was gibt der Tank her, und dadurch errechnet sich dann eben die maximale Fahrdauer, und die nehmen wir dann als Basis für eben einen sogenannten Stint, und danach wird dann halt geplant, und unterm Strich kann dann dabei rauskommen, dass man, weiß nicht, 23, 24, 25, je nach Auto, je nach Fahrweise, je nach Spritverbrauch, eben Stints zur Verfügung hat, und dann muss man ein bisschen flexibel sein, ja. Dass Michel aber auch immer dazwischen quatschen muss, ne? Michel? Ja. Und den Porsche hat er sich trotzdem nicht geholt. Ja, gell. Also es gibt erstmal schon mal Minuspunkte. Ja. Die Frage am besten nochmal stellen. Unser Rennstart war gut fürs Hope, ja. Erklären, obwohl, so schwer ist ihr müsst ihn jetzt ein bisschen aufbauen, er war ja, gestern nach dem Qualifying schon so down. Und wenn die gecuttet ist und schneller ist als ganz ehrlich, eigentlich hätte die Stintplanung echt aufgezeichnet gehört, was der für eine Scheiße erzählt hat. Besteht das Potenzial einer Evil Lab? Ich war noch nie bei einer Stintplanung dabei, das war gestern mein erstes Mal. Es war so witzig. Man hätte es wirklich streamen müssen. Ja, wenn wir nicht alle unter Zeitdruck stehen und irgendwann mal schlafen gehen wollen, dann wäre es witzig. Ich fand es nämlich nicht so witzig, tatsächlich. Also jetzt im Nachhinein kann ich natürlich drüber lachen, aber in dem Moment, weißt du, da willst du die Planung machen und alle... Ja komm ey, ganz ehrlich, jetzt langsam, wir haben jetzt genug gespoilert, jetzt müssen wir langsam mal auf den Tisch hauen, warum das so witzig war und warum Michel mir da so auf den Sack gegangen ist. Und zwar wollten wir die Stintplanung machen und wir haben mal gesagt, so ja, jeder hat ja das ganze Wochenende Zeit. Und dann hieß es ja, bei Dizzy, der war leider nicht direkt dabei, deswegen haben wir nur so Eckinformationen gehabt, so von wegen irgendwie 8 Stunden Schlaf und was nicht, was er alles, ey, alles für Luxus sagen wollte. Ja, das war der Stand. Nee. Du hast gesagt, du willst, wenn es geht, nicht in der Nacht fahren und wenn es geht, 8 Stunden Schlaf. Aber nur, wenn es geht. Also ja, haben genau. Wir auch versucht. Das haben wir auch versucht. Ja, ja. Wir haben es nicht ganz hinbekommen, natürlich. Jetzt fährst du doch mitten in der Nacht und es sind nicht ganz 8 Stunden. Das ist aber auch aber ehrlich gesagt nicht wild. Alles gut. Ja, nee, ist aber auch echt schwierig für 24. Nicht so wild, zweimal hinbiegen. Hallo, du kriegst. Nee, nicht so wild wie das, was jetzt gleich kommt. Als wir dann schon mitten in der Planung sind, kommt auf einmal Michel ganz unten in der Planung und fängt an so, ja, also da so die letzten Stunden, da kann ich nicht. Da bin ich bei meinen Schwiegereltern durch und die ganze Zeit ist der AMG jetzt natürlich hinter uns wieder rangekommen. Ruhe, Michel. Bist du jetzt halt doch so. Mal deine Schnauze, du blöder Hund, ey. So, okay, so. Nochmal. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Waschbär, nicht zum dass der gucken, AMG hinter zum uns Essen. Uns gefährlich er will nachkommt. Bei seinen Schwiegereltern morgen Waschbär verzehren und das hat er noch nie gegessen. Gut. Wer hat denn auch schon mal Waschbär gegessen? Ja. Und dann bepisst er sich. Eine Dreiviertelstunde vor Lachen, weil er das so lustig findet. Du musst natürlich erstmal schauen, ob sie heute irgendwo einen aus der Dachrinne rauskratzen können. Weil sonst hätte es morgen keinen gegeben. Oh, Entschuldigung, Duki, ich möchte natürlich nicht so laut sein. Das ist mein... Manchmal kommt so laut sein, wie du möchtest. Manchmal kommt das raus, so emotional. Ich bin sehr emotionsgeladener Mensch. Also ich werde auch zwischendurch mal ein bisschen laut, ne? Ich hab's gerade bei dir im Chat geschrieben, du klingst, wenn du schreist, ein bisschen wie der Herr Newstern, der sich über die Space Frogs bei Artikel 13 aufregt. Hey! Caro, so nämlich. So nämlich. Duki hat nämlich dann direkt Michel versucht, ins Gewissen zu reden, indem er sich ein paar schöne YouTube-Waschbär-Videos gesucht hat. Und, aber das falls hat nicht es so interessiert, der Waschbär-Ruflog ist. Wabanos! And his name is John Cena.
Mach das nicht zu laut, wenn das Fenster auf ist, sonst kommt die hast du ja direkt an. Die Waschbär haben wir. Ja. Ich glaube, sowas gibt's in Berlin nicht. Ja, in Berlin höchstens irgendwie ein Eishockey-Team, was dann die Waschbären heißt oder so, das könnte es geben. Ey! Oder? Der ist auch voll nichts Normales, ne? Heute hat er Kaninchen gegessen, vom Nachbarskind geklaut im Garten. Ja, das ist ein richtiger Wilder. So ein Schnösel. Er wollte erst das Nachbarkind klauen, aber das Kaninchen war ein bisschen einfacher zu fangen. Jetzt hat er irgendwie, so hat's ja angefangen. Nachher hat er noch gesagt, ja, auf Weihnachten hat er sich jetzt eine Gans bestellt für 7 Personen. Ja, so. Und, keine Ahnung was. Die aber dann allein verzehren möchte. Wohl. Was, eine Gans für 7 Personen? Auch nicht ausgestorben. Das war Michels Familie, die sie einfach gegessen haben. Kaninchen ist doch geil. Ja, natürlich ist es geil, aber es geht ja darum, dass er hier einfach mal komplett durch den Zoo geht und alles isst, was da, ne? Nicht hey, nächste Woche kommt er an. Ist. Nächste Woche kommt er. Oh, Jungs, wisst ihr was? Letztens. Da war so eine Giraffe. Wir essen jetzt Giraffe, mein Schwiegereltern. Also wenn du das jetzt einem Amerikaner zeigst, wie der Porsche hier das amerikanisch lackierte Fahrzeug berührt. Aber man muss auch mal sagen, Giraffen sind auch echt. Ey, der hätte mich fast abgeschossen, ne? Die kriegen den Hals nicht voll. Ja, mich übertreib. Wer? Oh, jetzt der Porsche da hinten dran. Ja, der Porsche macht echt zu. Oh, oh. Leichter Kontakt mit dem Porsche. Aber sehr gut gefangen. Ja, man merkt, Dizzy ist sehr spät mit der doppelten Streamverzögerung sozusagen. Ja gut, Michel hat halt wieder hier 5-Minuten-Delay eingestellt bestimmt. Hä, wo guckst du denn zu? Ey, der hätte mich fast abgeschossen. Bei Ray, auf dem Pixel-Kanal? Ey, der hätte mich fast abgeschossen. Ja, aber dann höre ich ja Ray 20 Mal. Ja, das ist kein Autosound. Ja, ja, ich habe halt jetzt eine Verzögerung von 4 Sekunden quasi. Und seid ihr überhaupt noch da? Ein bisschen. Ist halt ungünstig gelöst, aber... Lass mich nicht allein. Ich geh mal runter. Erstmal einweihen, dass wir gerade über die Waschbär-Story reden. Seid ihr überhaupt noch da? Lass mich nicht allein. Selbstverständlich sind wir da. Konzentrier dich. Wo hat Ray eigentlich dieses geile Live-Standing daher? So hast du? Habt ihr nicht? Don't. Nein, haben wir nicht. Keine Sorge. Also, wir haben das schön ausgeschmückt. Also für euch da draußen, das wird jetzt... Das gerade erzählt. Es war doch klar, dass wir das erzählen. Ja, mach's einen guten Job. Aufgrund von... Warten mit so einer Story. Also wir werden hier spielen gucken. Die verstecken Nüsse von der Eichhörnchen. Hey, ganz Raver, hast du eigentlich dieses geile Lifetiming her da? Weil bei mir sieht das irgendwie recht mega abgehackt aus. Oder so. Ja, dieses Live-Standing, wo mein du links hinten ein Bild hast, das, sieht bei mir, das hängt bei mir ganz auf der rechten Seite. Ich hatte mal mit in den Channel rein zu wispern, wo ihr jetzt gerade rausgegangen seid, hatte ich kurzzeitig einen schwarzen Bildschirm. Also meinen Channel erstmal nicht betreten, bis wir das gefixt haben. Oh lol. Das können wir doch gar nicht, oder? Lol. Was für eine Diva er bitte ist, wir dürfen nicht in seinen Raum. Schwarzer Bildschirm. Er hat doch 3, nee, gar nicht, hat er nicht mehr. Nee, er hat keine 3 mehr, nee. Noch die anderen beiden Bildschirme. Versucht mal bitte in den Channel rein zu wispern, wo ihr jetzt gerade rausgegangen seid. Können wir das oder müsstest du da die Whisperlisten also umstellen? Mein Channel die Whisperlisten umstellen, glaube ich. Haben. Dann. Keine Ahnung, ist auch egal. Wir reden einfach nicht mehr mit ihm. So. Ja, eben. Also wer Waschbären am Sonntag ist, ja. So. Eben. Er ist doch Kinder am Freitag. Oben, Katzenbabys. Oben, Rampy oben gibt's irgendwo so eine Sidebar, irgendwas mit Pfeilen links und rechts. Und diesen Pfeilen links und rechts kannst du diese Timing breiter machen. Ah, I see. Das ist nämlich standardmäßig tatsächlich sehr abgehakt. Deine Schuhe sind aber echt. Sieht das auch ein bisschen besser aus. Alle mit den Schuhen, ey. Ich finde die Pott hässlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, die sehen super so. Kackbraune Wildlederschuhe. Naja, die sehen halt so nach richtig DDR aus, so, weißt du? Da, vor allem,
Ich stelle mir halt vor, so ein Formel-1-Fahrer, wenn er aus seinem Formel-1-Auto aussteigt, so einen geilen Overroll und alles, ne? Dann kommt diese braunen Wildlederschuhe. Also, ja, das ist doch Hammer. Obwohl brauner Wildlederanzug ein Overall, wenn ja, ich das schon wieder natürlich konsequent wäre. Das wäre natürlich so mit so Velour-Leder. So. Ich finde die Schuhe mega. Ich weiß nicht. Ich finde die auch geil. Ist halt mal anders, ne? Hat doch voll Stil, so zum Rennfahren noch schön die Pedale eingeblendet und dann diese Schuhe, das ja. Ist Glanz Alcantara. Vor allem die Pedale sind so richtig sinnlos, weil du ja die Telemetriedaten sowieso auf dem Display siehst. Q-Lock, der Skin, den wir fahren, ist vom guten Frank Murphy, ja, der immer unsere Skins macht und Sim-Skin, halt was du da erwähnst, das ist halt seine Seite. Extrem schnellen Auto. Also er macht Skins und da wundert mich nebenberuflich, das nicht, also auch allgemein, wer gesagt. Irgendwie Sim-Racing-Skins will für AC, ACC, R-Faktor, da kann man die sich bei ihm ja bestellen. Wir kriegen die aber tatsächlich umsonst, deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, machen dafür natürlich dann so gerne ein bisschen Werbung auch für ihn. Danke, Frank. Die Skins sind auch der Hammer, die er da macht. Ja, diese also seine Skins sind wirklich super. Ja. Ich hätte zwar den ersten Skin noch ein bisschen mehr gefeiert. Ja, das war ihm zu peinlich. Also können wir nichts machen. Wenn es ihm zu peinlich ist, dann müssen wir die vollbusige Blondine halt wegmachen. Ja. Wer hat da reingeschrieben? Marsch, ich lästere nicht über die Schuhe, du Schwein. Was soll das Ich denn? Hab gelästert. Wollte ich gerade sagen, ich feiere die Schuhe. Ja, ich wäre bestimmt von den Benz. Boah, wie er mich voll ankreidet bei Michel, weißt du? Marsch. Ach hier, ja, es ist so pixelig. Die Qualität in seinem Stream ist on point. Ja, der hat gestern auch noch irgendwie auf wie viel Bitrate wollte er runtergehen und ist dann plötzlich im 27p Stream gelandet. Sorry Jungs, da konnte ich jetzt nichts machen gegen den Benz. Alter, nicht runtergehen. Wie der Benzer da aber vorbeiballert, mein Lieber. Alles klar. Ja, Benz ist ja auch echt stark. Also wir sind letztes Jahr hier auch den Benz gefahren. Das ging schon gut ab. Sorry Jungs, da konnte ich jetzt nichts machen. Wisst ihr, was ich immer super interessant finde? Wenn man mit mehreren Content-Creatern etwas macht und gemeinsam streamt und alle so ein richtig extremes Redebedürfnis haben. Kennt ihr das? Nee, weiß gar nicht, was du meinst. Also zum Beispiel bei den Among Us-Folgen, wenn dann Besprechung also, ist. Die Ruhe selbst in diesen Räumen. Erstmal alle 8 Discord-Icons an. Ja, ist furchtbar. Du musst richtig reinschreien, dass du überhaupt zum Sprechen kommst. Gibt's jemanden, der reinscheißt? Ja. Scheißt? Ja. Steht doch auf deinem Ausweis bei Künstlername, oder? Oder hast du schon... Hast du schon abgefahren, Bindestrich, reinscheißt? Weltenwandler, was? Unerhört sowas. Aber das stimmt schon, wir haben immer die perfekte Ausrede. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und sage ich jetzt, ich bin weg. Uwe, danke schön für 6 Monate Submaga. Willkommen danke, zurück. Uwe. Ich fahr auch mit, ja. Baut mich sehr extrem auf, wenn ihr mich da jetzt so unterstützt. Ich fahr nach, Danke. Ich fahr nach Michel. Kommt mein erster Sint. Und mein anderer Sint ist mitten in der Nacht. Von ja, da kannst du dich in 20 Minuten schon so warm fahren, wa? 2:30 Uhr. Was, 20 Minuten? Sollst du Lack? Er fährt 3 Stunden. Warum soll ich mich jetzt schon warm fahren? Achso, nee, okay, Entschuldigung. Ja, stimmt. Außerdem bin ich heute Morgen schon gefahren. Ich denk grad so, hä? Sag mal, was mit dir denn, Tuki? Ich hab die Warmfahrtzeit an deinen Skill angepasst. Oh. Mager, ich bin ja, eben... Also, dann würde ich aber sagen, Duki... In 5 Minuten kannst du dich dann immer mal anfahren, ne? Ich fahre sagen, bereits. Ach so. Ach, du fährst okay. Schon? Oh. Ja, ich bin muss ja sein Lenkrad schon mal ein bisschen aufwärmen, dass es nachher dann wieder zu heiß wird. Du, ich bin vorhin mit Badelatschen und Boxershorts eine 1,47 gefahren. Ohne Handschuhe, also. Hey, Frank, mein Freund. Dann bin ich ja gleich auf deine. Gespannt, das ist übrigens Frank Murphy. Wenn Duki reinscheißt, nennt er sich abgeschissen. Seine Homepage vorbei. Abgeschissen. Der macht wirklich heißen Shit. Ich finde die Tastaturhalterung so schön von. Vielen Dank, mein Guter. Von Michel. Ich habe nicht so eine schöne.
Kann muss man nochmal umbauen. Da, M4 natürlich ist das jetzt um genau Position in der oder ist das... Nee, das ist Überrundung. Das bereits ist so vom GT3. Ist. Krass, da gab es wohl schon heftigere Unfälle. Ja, so hinten wird schon gebumst. Ja, hier sowieso, wenn Unfall, dann meistens gleich schon fast Totalschaden. Das ist leider so. Ey, Cookie, also für mich ist ja erste 24-Stunden-Rennen. Ich bin sehr gespannt. Lol, er hat mich vorbeigelassen. Ehrenmann. Ja, danke, wahnsinnig Mann. Viele Komplimente für den Skin. Vielen, also, vielen Dank, Liebe geht raus. Danke, geben wir gerne weiter so an Frank. Ja, wenn ihr den mal sehen wollt, wie Starlet aussieht, könnt ihr gerne bei Ray vorbeikommen, bei den Pixelkennen, denn der sitzt in der im Kamerawagen. So nennt man das hier bei ACC, weil man kann hier nicht direkt auf den Server und mit zugucken. Die Technologie ist hier noch nicht verbaut, deswegen gucken wir auch die Streams nebenbei. Kevin, der Plan ist, dass ein Triple Stream sind. Das soll aber der Unterhaltung keinen Abbruch tun. Nö, absolut nicht. Es gibt ja Mittel und Wege, dass man das... Ich glaube, weiß gar nicht, welche Audi uns jetzt vorbeigelassen hat, aber ich glaube, er hat Probleme. Er hat den Porsche jetzt auch vorbeigelassen. Das ist doch eine Überrundung. Wir dürfen hier nicht runter. Schreibt dem mal im Chat, dass es eine Überrundung war. Nee, es war nicht MJR. Es war dieses andere. Danke für deinen Sub, Tismaral. Scuderia? Cosi? Ich glaube, der... Ich glaube, er hat Probleme. Er hat mit Porsche M, auch aber mit MJL, glaube ich. ML, genau. Was war denn da jetzt schon wieder so lustig, Duki? Ja, weil man Scuderia ausspricht. Halt mal deinen Sabbel. Okay, war eine Überrundung. Ich bin lost. Da steht Scuderia, okay, mit U. Nee, das müsste der MJR gewesen sein, weil der MRL ist noch siebter. Nein, es gibt noch eine MRL Academy. Ja, also wie gesagt, also quasi ein Junior-Team der Frank von denen. Hat sich mit dem Skin wieder... Das müsste das gewesen sein, weil der MRL ist es nicht gewesen. Nee, das ist mal rundum, weil er absolut geil geworden ist. Richtig dann nice. War es ja MRL. Entschuldigung, hast du recht. MJR. Mein Fehler. Ach, na eben. Nee, aber kann nicht sein, weil der ist ja noch vorne dran. Nee, okay, dann war der MJR muss es dann lost. Gewesen sein. Aber der MJR ist doch vor ihm. Nee, der MJR Mercedes. Ist 35. Die haben auch zwei Autos. Okay, mein Fehler. Die haben auch noch ein Audi, okay. Ah ja, jetzt sehe ich es erst. Weil der Mercedes vorne dran ist ja auch ein MJR. Ja, jetzt sehe ich es auch. Danke dir, Jörg. Grüße. Ja, wir werden auch, das kann man auch schon mal sagen, was ich aber jetzt gar nicht so schlimm finde bei Daytona, sehr, sehr viel Nachtzeit haben, weil das natürlich auch Winterzeit ist. Also es ist ja angepasst an die aktuelle Jahreszeit. Und dementsprechend sieht man auch jetzt schon, dass so langsam schon so nachmittags, abends Sonne so ein bisschen ist im Spiel. Ich denke mal, wir werden so in 2 Stunden auch schon gut Dämmerung haben. Was ich geil finde, by the way. Ja. Kann es regnen eigentlich? Nee, ne? Nee. Schade. Also es gibt schon Mods, die optischen Regen in AC möglich machen. Mhm. Physik, glaube ich, so lalala halt. Also nicht so, wie es in ACC ist. Es wird dann halt eher so, du hast halt ein bisschen weniger Grip. Ja. So nach dem Motto genau. Sein. Alle aber mal bitte rein jetzt optisch gesehen sind diese Regenmods, mal bei Ray an, rein, das hast du noch nicht gesehen. Also so gut sieht der Regen an. In keinem Spiel oder in keinem Rennspiel aus wie der dieser Regenmod quasi, den es gibt. Also wirklich auch von der Physik, das tropfen dann die Tropfen von den Dächern auf die Windschutzscheibe und dann gibt es halt da mehr Regen drauf und so. Und wenn du dann noch das eingestellt hast, kannst du machen, zum Beispiel, wenn du als Fahrer im Cockpit nach links guckst, dann beschlagen die Scheiben durch deinem Atem und scheiße. Also Trump, wie geil. Ein Video, das ist doch übelst krass. US-Wahlen von also, muss man da noch. Ist schon heftig, wie aktiv diese Mod-Community hier ist. Auch wenn man bedenkt, allein halt, dass hier dieses Tag-Nacht-Wechsel, diese Lichter möglich sind. Das gibt es ja eigentlich in AC nicht. AC hat standardmäßig eigentlich nur eine einzige Lichtquelle, das ist die Sonne. Und deswegen das alles halt durch diesen Custom Shaders Patch, durch dieses Sol-Mod ist das erst dazugekommen. das sind halt 2 Leute quasi, die das halt irgendwie machen und es ist halt krass. Und gerade wenn es dann so Dämmerung und Nacht, dann sieht AC schon für das, dass das Spiel von 2013, 2014 ist, dann auch schon echt gut aus. Ja. Und man muss auch noch dazu sagen, die Strecke jetzt hier ist eine Mod Daytona und Daytona, also man sieht halt schon an, dass es eine gemoddete Strecke ist, wenn man jetzt den offiziellen Content guckt, also die offiziellen Strecken, oder aber auch von anderen Mods, die ein bisschen qualitativ hochwertiger sind, dann sieht es grafisch auch nochmal deutlich besser aus. Also die
Strecke macht die Optik ein bisschen kaputt. Wobei ich sagen muss, Daytona ist jetzt nicht so schlecht gemoddet. Daytona ist halt einfach keine schön anschauliche Strecke. Ne? Das ist halt ein Oval und zwischendrin ist halt ein bisschen was. Und na, da kannst du jetzt halt auch nicht viel rausholen. Aber wenn du jetzt mal so Beispiel Spa oder die Nordschleife anguckst, wo es halt auch viel Vegetation gibt. Oder zum Beispiel, was eine optisch sehr schöne Mod ist, finde ich, ist Virginia Raceway. Jungs, was finde ich sehr, sehr schön optisch. Berundet, Mann. Und ja. Aber die Ovalstrecken sind doch eh alle so Betonplatten-Style. Ja, ja, genau. Sag, ja, die sind eh nicht hübsch. Also selbst wenn die Texturen jetzt noch krasser aufgelöst werden oder sonst was, also nee, viel mehr kannst du eh nicht rausholen. Also nee. Das ist ja eine Farbe quasi. Das siehst du auch beim Fahren nicht, ne? Also ist weder beim Fahren, auch hier in der, selbst in der TV-Cam, jetzt vielleicht so, wo man eine statische Kamera hat, da wird es man dann vielleicht ein bisschen sehen. Da sind dann mehr so Sachen gefragt, wie dass diese Rasentextur vielleicht ein bisschen aufgelockert und nicht sich ständig wiederholt aussieht. Solche Sachen, die dann das aber Auto so ein bisschen bedienen, aber... Ist doch Latte am Ende. Unterm Strich sowieso. Es gibt so viele Leute, die sich über diverse Bäume aufregen. 2D, 3D, dieser Sim, bla bla. Wenn du fährst, ist das alles schnurzegal. Wir sind auf so einem grafischen Level schon angekommen. Naja. Das meiner Meinung nach auf jeden Fall ausreicht. Es gibt hässliche Mods, es gibt noch diverse andere hässliche Einstellungen, die gewählt werden können, damit, also wodurch dann die Shader komisch aussehen und so weiter, aber wenn das alles richtig eingestellt ist, dann hast du schon eine sehr gute Basis, wie ich finde, wo man sich kaum noch beschweren kann. Moinsen übrigens, Roli und Stimo, das ist AC, ja, wir, Marvel Moinsen, wir fahren in AC, ja. Verlieren wir hier natürlich wieder gute 2 Zehntel. Aber bis auf Kotzen gemoddet gefühlt. Also man musste, glaube ich, einen Hochschulabschluss machen, damit man die modden kann. Ist korrekt. Zum Glück hast du den ja. Oh. Jetzt mach mal bitte nicht so, Stimo. Sonst kommt Duki gleich wieder um die Ecke. Das stimmt wohl. dieser Hauptschüler Duki, den wollen wir nicht, dass der um die Ecke kommt. Aber es war wirklich nicht einfach, das zu modden, muss ich ehrlich zugeben. Es war sehr, sehr kompliziert. Also wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt, dann Kamera ist aus. Kannst du mir? Das wäre super lieb von dir. Dankeschön. Viel Spaß. Bei jedem 24-Stunden-Rennen, das ich hier im Stream schaue, reg ich mich drüber auf, warum der Kinomodus auf Twitch so geil ist und auf YouTube einfach so kacke. Ah, weil was ist der Unterschied beim Kino? Ja, auf Twitch hast du halt fast ein Vollbild und hast rechts nebendran den Chat noch hängen und sonst nichts außenrum. Okay. Und das ist halt schon mega geil. Und beim Vollbild ist halt der Chat weg dann, oder was? Ja, da ist der Chat weg. Okay. Dann finde ich das tatsächlich auch geil. Ja, das geht noch. Also reif. Aber ich bin irgendwie, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Wahrscheinlich, weil ich früher so ein richtig bärstiges Internet hatte und sowieso nicht große Auflösungen gucken konnte. Ich gucke auch auf YouTube immer noch im kleinsten Fenster. Ich gucke weder Vollbild noch Kinomodus. Also ich gucke immer im kleinsten Fenster. Und so geht es mir bei Twitch aber auch. Ich brauche kein so riesen irgendwas. Ich gucke fast nur Vollbild. Das machen viele so. Und dann immer, wenn mir dann Leute kommentieren, ja, im Vollbild sieht das jetzt aber nicht ganz so perfekt aus in der Qualität. Dann denke ich so, mir doch egal, ich gucke doch nicht voll. Naja, Ray, also kannst du schon nochmal 2-3 Euro ausgeben für dein Setup, wenn es so weg wäre. Ist ja geplant, aber wir planen halt. Maserati bekommt bis Ende 21 ist quasi dieses Auflösungs-Upgrade geplant. Also ist alles schon Planung, alles schon so cool, in der Mache. So nice. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Leute auf dem Handy zuschauen, wenn du dann eben in den Statistiken siehst, dass 50% einfach den Content übers Handy gucken. Ich gucke auf dem Handy YouTube maximal, wenn ich eine längere Geschäftsführungsbesprechung mit der Keramikabteilung führen muss. Aber sonst gucke ich so gut wie nie auf dem Handy. Also alles, was ich dann eben mache, ist immer für den PC optimiert, weil ich es halt selber auch so nutze. Ich benutze halt immer das, was gerade in der Nähe ist. Also abends gucke ich zum Beispiel, ich gucke in meinem Schlafzimmer nicht mehr auf dem Fernseher. Hi Bobo. Ich schaue fast nur noch auf dem Tablet. Und auf dem Handy gucke ich auch manchmal, je nachdem. Also kann schon mal vorkommen. Bananeneis, den Abstand zum Vordermann siehst du ja links in der Liste. Da kannst du am besten mal im Vollmodus gehen, dann ist es besser zu sehen. Das sind circa 1,6 Sekunden. Was? Muss aber aufpassen, die Auflösung ist da echt nicht so. Ne? Also, Was?
Nee, wie er reinhatet. Ja, meine Auflösung ist genau die gleiche, wenn ich streame. Ja, MJR Racing Team ebenfalls im Audi vor uns. Und die Abstände werden leider gerade ein bisschen größer. Ey, wir sind jetzt gerade mal... Aber drastisch, was ist denn da los? Wir sind noch nicht so lange drin. Vielleicht fährt Michel gerade ein bisschen langsamer. Oder die legen nochmal zu. Er hat halt aber auch kein Slipstream gerade. Er kommt nicht ran, ne? Jetzt kommt er auch noch mit. Die anderen beiden vorne fahren ja im Slip. Also ich habe jetzt nachher noch 5 Runden. Belastend. Ach, Max, du kannst mal in die Videobeschreibung schauen. Da ist der offizielle Livestream verlinkt. Und ich habe kein Pit-Menü. So ein Depp. Da hat er erst letztens noch mit dran rumgespielt. Das ist er selber schuld jetzt, ne? Was denn? Dass er kein Pit-Menü hat. Er hat das Pit-Menü woanders hin machen wollen, hat da in der Inni rumgespielt und jetzt hat er keins mehr. Nee, ich also habe das aus der Sichtweite verschoben, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh. Ja, wir brauchen doch eh nur die ja, aber wenn er das Setup jetzt geladen hat, was ich reingestellt habe, dann hat er standardmäßig sowieso Pit 1. Aber ja, also ich sag dazu jetzt gar nichts. Ich sag nichts. So. Was? Ey, also ich bin ja mal sehr gespannt. Nach nervige Geräusche um 15.50 Uhr abgehakt. So. Geh doch mal kurz jemand zu ihm in den Kanal rein hier und sagt ihm das jemand, nee, dann fängt das sich richtig auf. Das geht ja. Schwarze Bildschirm, überleg mal. Kannst du nicht sowas bringen? Kurz bis vor der Schikane warten und dann abmachen. Ah, genau, schön geradeaus durch. So, Michael, jetzt fahr mal blind die Schikane, viel Spaß. kurz was sagen, wieder raus und dann wieder rein. Ach, was ich noch sagen wollte. Ah, das wird, glaube ich, sehr interessant heute. Ich sehe es, also ich habe Spaß dran, ne? Das ist das Wichtigste. Deswegen machen wir das ja. Ja, ich habe bloß, also muss ich ganz ehrlich sagen, Ray, wenn du mich das nächste Mal einlädst, so ohne Duki dann bitte, ja? Ich muss auch sagen, ich habe gar keinen Spaß. Also das erklärt sich nächstes Mal von alleine. Ja. Kann man sich aber auch gut vorstellen. Also gerade du, der so lange jetzt auch im realen Leben war, hast ja bestimmt gar keine Affinität mehr zu uns Nerds. In Wahrheit habe ich einfach angefangen, WoW zu zocken und gar keinen Bock mehr. Das erklärt natürlich alles. Apropos WoW, ich will jetzt natürlich hier nichts jinxen, aber wir Pixelhelden hatten erst noch am Donnerstag noch ein kurzes Gespräch bezüglich WoW und haben gesagt, Mensch, erinnert euch noch an die alten Zeiten, wo wir WoW gesuchtet haben? Wäre ja irgendwie lustig, das im Stream wieder aufleben zu lassen, aber... Nicht, dass das jetzt geplant ist oder so, ne? Nicht, dass jetzt falsche Versprechungen gemacht werden. Ich wollte es nur nochmal anteasern, aber nicht, dass es jetzt. Ja, ich wollte es nur nochmal anteasern. So. Also, wenn ihr Bock hättet, teilt uns gerne mit, aber sonst. Na, aber das gesagt. Nicht, ihr sonst nicht. Ihr könnt ja einfach auf den Streamer einen Daumen raufballern, wenn ihr Bock auf WoW habt, ne? So, ja, so nicht so schlecht. Also, wenn ihr mal Bock auf. Mal einen Daumen nach oben. Würde, ne, also, wenn ihr gerne Brot isst, Leute, lasst doch gerne mal ein Däumchen nach oben da. Ja, und dann vielleicht auch noch die Glocke aktivieren oder so, das lässt uns das wissen ja auch. Schon das Erste, Ray, wann kommt denn WoW? Macht doch einfach unter das nächste Video, was rauskommt, schreibt doch einfach drunter, Ray, wann gibt es denn WoW? Sea Devil, ja, wenn, dann sowieso Classic, weil mit dem anderen steigen wir nicht durch. Ich glaube, wir haben alle konstant aufgehört, als Cataclysm rauskam. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie viele Add-ons danach noch kamen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja übelst krass. Also da kam ja, also das erste war ja das Burning Crusade, also das erste DLC über Burning Crusade. Dann kam ja, Wrath of the Lich King, glaube ich, oder? Genau, das haben wir noch gezockt. Also noch gesuchtet, da haben wir richtig gesuchtet. Das war noch vor unserer, logischerweise, vor unserer YouTube-Zeit. Das war ja so 2008. Jungs, was fahren die denn vor mir für Zeiten, Mann? Keine Ahnung. Warum meckert er eigentlich so viel? 44, sag mal, schreibt ihm mal 44 hoch, 45 niedrig. Genau, und dann kam eben Cataclysm, da war ich dann, oder waren wir eigentlich raus? Ich glaube, Fabi hat es noch mitgenommen, oder? War das nicht so? Rampy? Ich weiß es gar nicht. Was kam denn mit Cataclysm rein? Das war doch da, wo die Welt sich so verändert hat mit diesem Feuerdrachen und so. Oder ja, wo ich dann, genau. Und nach Cataclysm kam ja dann das Mist of Pandaria, glaube ich. Mit den Pandaren. Mit den Pandas. Mit Kung Fu Panda. Das habe ich noch mitbekommen. So, und dann war ich raus eigentlich. Und ich habe jetzt mal geguckt, was danach noch so kam. Und ich krieg's jetzt schon nicht mehr zusammen. Aber es kam dann auf jeden Fall noch
Also jetzt kam ja Shadowlands raus und davor war es, glaube ich, Battle of Azeroth. Und davor war es, glaube ich, Legion gab es noch. Und da gab es noch mal was dazwischen. Also, ich habe mal noch ein Warg habe ich mal noch gespielt. Ich weiß nicht, wann die reinkam. Und ich habe mit Paul mal noch ein Panda gespielt. Aber das war's dann auch. Das ist auch schon ewig her. Er wollte mich dann nochmal motivieren, aber das war es mir dann nicht so ganz wert von der Zeit her. Ich bin, glaube ich, der Einzige in der Runde, der kein WoW gespielt hat. Ich habe gar keine Ahnung, wovon die reden. Wir damals echt viel gespielt haben. Und es halt echt eine geile Zeit war für uns so im Freundeskreis. Und wir das irgendwie halt, weil wir sind aktuell halt natürlich auch schon ein bisschen am Plan, so für Projekte, für nächstes Jahr und so weiter. Hey, Jax, moin, wie geht's dir, Maga? Und wir wollen halt viel mehr halt Streaming-Co-Projekte machen, weil wir haben halt gemerkt, bei Borderlands. Alter, wir können doch nicht zu dir runter. Was Gott, ist das für ein Depp, Alter, oder? Du sollst reinwispern in den Channel. Wir können nicht reinwispern. Dann ploppt bei ihm ein Fenster auf oder so. Mach ich dir das recht nicht. Schreib dem mal, wir können ja nicht rein, wenn er Blackscreen hat. Ich bin im WoW-Fieber. Ja, Jax, ich glaube, da sind viele im WoW-Fieber. Der Stream ist auch gerade im WoW-Fieber, habe ich das gesehen. Nee, wir sind nicht im WoW-Fieber. Es war nur halt mal kurz Thema. So. Das ist jetzt. Hallo, seid ihr noch da? Im Fieber, ja, vor allem im Fieber. Und uns geht es auch gar nicht darum. Ja, wir fahren gerade 24 Stunden Rennbahnfest, genau. Sondern einfach halt worum so geht es dabei? 24 Game, Stunden zu fahren. Zockt, aber hauptsächlich halt miteinander labert und Scheiße macht. Also, wir und so. Fahren jetzt gemeinsam. Und da würde Wir fahren jetzt gemeinsam in dem. Also, Ray von Pixelhelden, Duki von Abgefahren und Michel und meine Wenigkeit, wir fahren jetzt ein 24-Stunden-Rennen, genau. Wir sind jetzt knapp eine Stunde drinne. Ersten Boxenstopp haben wir gleich. Die können doch wispern, Mann. Wir sind dann gleich so beim ersten Boxenstopp wieder auftanken, Reifenwechsel und. Michel, der jetzt gerade das Auto fährt, fährt 3 Stunden am Stück. Danach fahre ich 2 Stunden. Und es geht im Grunde genommen einfach nur um Spaß. Also es ist kein... Es gibt keine Gewinne. Es geht hier vielleicht einfach nur um die virtuelle Penislänge. Mehr nicht. Fordius, ich grüße dich. Jax Moinsen, ich grüße dich auch. Hallo Weltenwandler, moin. Es ist... Also nehmt mir das bitte nicht übel, wenn wir zwischenzeitlich nicht so viel miteinander reden, Leute. Wir sind natürlich jetzt 4 Content-Creator, alle wollen irgendwie reden, wir versuchen uns so ein bisschen zu arrangieren. Ich werde mich natürlich zwischendurch immer mal ein bisschen muten, damit ich mit euch quatschen kann. Ich versuche auch das Rennen 24 Stunden zu übertragen, also auch wenn ich nachher schlafen gehe. Also mein letzten Stint, ich bin glaube ich um 4.35 Uhr müsste ich fertig sein und dann fahre ich morgens nochmal den Stint, also ich fahre morgens dann nochmal. Ich versuche dann für euch, dass der Stream 24 Stunden live ist und ihr das Rennen mit beobachten könnt. Nur mal so nebenbei, damit ihr was sehen könnt. Sonic, ich grüße dich. Moin. Ja, guck mal, so sieht es doch gerade echt schön aus. So der Blick so aufs Riesenrad, so die Sonne, die schon leicht sich senkt. Ah, es gibt schon schöne Momente. Übrigens, Michel gleich das erste Mal in die Box. Er hat jetzt noch 4,8 Liter Spritze, wie es aussieht. Kann also noch eine Runde fahren. Der muss dann definitiv rein. Der fährt schon eine Stunde, ja. Oh. What? Wo ist denn die Zeit hin? Ja, wir quatschen halt super viel. Da geht die Zeit halt extrem runter. Also ich denke mal, heute Nacht, wenn wir alle so ein bisschen durchhängen, wird es länger dauern, denke ich. Aber ja, wir hängen ja nicht durch. Wir hängen ja nicht durch. Ich weiß das. Also, wenn Dugi da ist, dann. Also, ich kann gar nicht durch. Ich bin ja. Also, Dugi ist ja my big love jetzt. Wir haben keinen Spaß, wenn die Lüftung jetzt nicht hinhauen, seid ihr schuld, ne? Das ist. Was labert der denn schon? Ich weiß einfach, ey, der ist nur am Meckern. Warum fährt ihr überhaupt mit? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also, ich verstehe es auch gerade nicht. Warum hast du den eingeladen jetzt als Lückenfüller, Ray? Also. Die Zeit, die. Ja, eben. Die also, es stammte immer aus Dizzy, Dugi und mir, war ja echt perfekt. Also, ich weiß auch nicht, wie der jetzt da reingekommen ist. Echt mal. Zum Kotzen, der tut. Versteht überhaupt keinen Spaß. Also wenn die Lüfte also hier mal die Themen einklinken, gut, ne? Über die wir gerade reden. Und zu schnell in die Box. Oh, Michel. Oh Gott, so weit sind wir doch gar nicht. Scheiß Spoiler, ey. Nee, das war eher so aus Spaß. Das ist wieder unscharf, ich hasse es. F7 geht auch nicht. Michel will Luft drücken. Hä? Hä, warum ist das? Ist doch eingestellt. Ist doch alles eingestellt.
Ja, wenn er das richtige Setup geladen hat, ich geh jetzt mal runter. Ach, scheiße, man darf ja hier gar nicht über die gelbe Linie rüber, um in die Box zu fahren, ne? Oh, da muss ich nachher nochmal drauf achten. Nee, gibt keine Luftdrücke. Gibt wirklich keine Luftdrücke. Warum steht keine da eigentlich ein Jetta im... Scheiß-Chat zu schreiben, was die Luftdrücke sind, Mann. Warum regt der Typ sich denn so auf? Vorhin hat er gesagt, wir sollen nicht... Vorhin hat er gesagt, wir sollen nicht mit ihm reden. Ja, das ist bei Michael immer ein bisschen, Wir sind jetzt nicht rein. Fließend. Ja, ich hab da gerade jetzt mal. Fucking Chat schreiben. Ja, haben wir doch. Doch. Wo denn? Ja, im Chat. Nee, ich seh's nicht. Ihr habt im Chat geschrieben, ich seh's nicht. Ja, keine Ahnung. Wo denn? Setup geladen hast, ja. Im Chat. In Hamburg. Ja, dann RIP. Kann ich dir auch nicht helfen. Deswegen habe ich ja Junge. 5 Runden vorher nochmal gefragt. Eieieiei. Egal. Egal, ich bin ja, jetzt wieder draußen. Ich hab bestimmt so nichts nachgetankt. Doch, Sprit hat er drin. Ja, Tank ist voll. Okay. Toll, gleich 2 Positionen verloren. Oh Mann, der Mädel, ey. Die Reifendrücke sind aber schon eingestellt. Das hat Ray alles vorbereitet. Also Ray, ja, aber er hat ja diese Datei nicht übernommen, die ich ihm bereitgestellt habe. Kann ich ihm ja dann aber auch nicht. Das ist genauso. Wir haben, als wir in ACC 12 Stunden Bathurst gefahren sind, ja, hab ich noch gesagt am Tag vorher, hey Leute, wegen den Reifendrücken, es wäre geschickter, wenn jeder sich selber die rausfährt, bevor er halt ins Auto steigt, ja, weil jeder doch ein bisschen anders fährt und die Zeiten sich ja auch ändern und so und dementsprechend muss man die Drücke anpassen. Was macht Michel vorm Rennstart? Ja, Reifendrücke weiß ich jetzt nicht. Was habt denn ihr da so? Und dann habe ich gesagt, ja, das wird jetzt vorne und hinten ja nicht passen. Da gebe ich ihm ein paar Reifendrücke, wo ich mit der Ansage, das wird nicht passen. Fährt er 2 Runden nur am Meckern die ganze Zeit, dass die Reifendrücke nicht passen. Und macht mich dafür schuldig, ne? Denkst du, Alter. Nee, den Schuh ziehe ich mir jetzt nicht an. Wenn du es wieder mal nicht hinkriegst, das ist jetzt hier genau das Gleiche. Wenn du es nicht hinkriegst, dieses Ding reinzuziehen, dann jo. Ja, da jetzt alles verkehrt eingestellt, oder wie? Keine Ahnung, was er eingestellt hat. Ja, ich denke auch. Also hier im Chat habe ich sie nicht wirklich gesehen oder habt ihr sie gesehen? Michael hat ein bisschen verschlimmbessert, ne? Vielleicht haben sie es auch in ihren Chat geschrieben. Null. Ach, Michel. Also, wir haben ihn ja trotzdem alle lieb, unseren waschbärfressenden. Waschbär. 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 Kinderfressenden Michel. Pinguin. Er ist ja ein Pinguin. Der Pingel. Der Pingel, ja. Der Pingel. Die LED ist für den Pingel. Ich habe vorhin erstmal unser Dings gesehen, im Auto drin, die Anzeige, wie geil ist das denn bitte? Also mit dem Red Dot und an der Seite noch dieses Strichmännchen und so, das ist richtig cool geworden. Konstanze? Drücke scheinen zu passen, denke ich. Die sind rechts zwar ein bisschen hoch, aber das kriege ich schon hin. Ja, die sind rechts mal ein bisschen aber hoch. Aber was mir aufgefallen ist, die Lumi-Ranks funktionieren doch jetzt gar nicht. Gero hat extra was umgestellt, die funktionieren nur bei den GT4s. Also anscheinend hat es ja nicht so richtig geklappt. Was er davor hatte. Ich weiß gar nicht, wo er die... Ach so, da sieht er die Drücke oben. Die habe ich gar nicht an, die Reifendrücke. Fällt mir gerade ein. Schnell noch anmachen. Drücke scheinen zu passen. Das braucht man sie auch nicht. Ändert sich ja eh nichts. Nee, ich habe extra alles vorher immer nachgefragt, weil ich ja mit AC noch nicht so vertraut bin. Ja, nee. Also wichtig ist halt die Apps, die Michel dir, denke ich, ausreichend erklärt hat. Ja. Ja, dann gehe ich gleich mal ins Game, guck mir die Luftdrücke vom Setup an, dann haben wir die parat, falls er sie nochmal braucht. Der macht ja auf jeden Fall nochmal einen Box. Ah, machen. Jetzt könnt ihr ja, wie gesagt, wenn reinziehen. Ihr das, ich habe ja extra nochmal diese beiden Final-Dateien, ja, genau. Müsst ihr einfach reinziehen, ja, dann muss eigentlich passen. Habe ich extra alles eigentlich. Pitstops mit vorbereitet, wenn man mal nur 90 nachtanken möchte oder so. Nicht, dass das mal passiert. Und 40 ist auch drin. Ja, ist korrekt. Für ganz kurze Stints. Ich habe mir. Der Diss gerade. Der Diss. Tunesia, für was willst du denn unsere Profile verlinken? Schreib sie mir trotzdem nochmal an. Das ist prinzipiell mir egal. Duki. Ja, hast du gehört, Duki? Er möchte bitte nochmal die in Chat haben.
Und ich glaube, die Leute haben, du hast Starlet Express. Aber Michel kann, Dugi kann das besser sehen. Hier, da sieht man schon wieder, was Influencer für einen Einfluss haben. Ne? Hier schreibt Patrick im Chat bei, bei Michel, da merkt man halt, dass Michel einen andere Ansprüche hat, an sich selber stellt und immer das Maximale rausholen will. Ja, wenn Michel das Maximale rausholen will, dann hätte er auch die Datei genommen von Ray, der das nämlich vorbereitet hat. Das ist nämlich richtig. Aber, ja. Ja, eben nicht, weil das ja nicht das Maximale war von Ray, weißt du? Ach so, natürlich, weil Ray sich ja auch die... Das Maximale ist nochmal über eure Maximalen. Wohl ja, das, was ich reingestellt habe, das ist von Michel, nur halt mit angepassten Pitch-Strategien. Weil er ja keine hatte. Ja, aber dann müssen... Also, aber die sind ja dann nicht von ihm selbst eingestellt worden, deswegen ist das ja nicht maximal genug. Danke, Ares, mein Bruder. Michel, ey. Junge. Mit Michel möchte ich gerne mal in ACC fahren. Ja, gerne. Da, wo ich mich ein bisschen... Dann kriegst du alle 5 Minuten mitgeteilt, dass die Reifendrücke Schmutz sind. Ja, ja. Und das Einzige ist, was du an diesem Game hast, sind die Reifendrücke. Und ja. So, wenn du das aber damit klarkommst, dann kannst du mit ihm auch mal so ein 12-Stunden-Rennen aufs Podest fahren. Ach, der Michel... Ich muss ihn aber kurz noch ein bisschen im Schutz nehmen. Er wollte vorhin die Reifendrücke im Chat haben und das habe ich so auch nicht verstanden. Die Deswegen habe ich da auch gar keine Dings gemacht. Ja, Tournee ist ja, wie gesagt, also wenn du für uns verlinken möchtest, weil du das bewerben möchtest und so, das steht natürlich frei. Also das ist ja quasi Mundwerbung, das ist ja sowieso erlaubt. Mundpropaganda, immer rein, los, ja. Alle ab aufs Twitter-Profil und Spam. Feuer. Nein, Fuß, keine Ahnung, wo das bei Michels Stream die Reifen durchschicken. Irgendwo oben hatte die sie gemacht. Oben links, genau. Fuck. Florian. Also DPF 20, Thorsten 50. Glaube ich, 18 Uhr, oder? Gehst du ins Auto, Dizzy? Müsste ich kurz reingucken in die Stint-Overview? Moment. Ja, 18:06 Uhr ist Stint-Start Dizzy. Circa. Ja, ist 18:06 Uhr, ja. Also ist ja. Ja, ist ja noch hin. 18:06, ja. Falls ihr da draußen auch die Übersicht sehen wollt, also bei mir jetzt aus dem Chat, bei den anderen steht es in der Videobeschreibung, könnt ihr Ausrufezeichen Daytona eingeben. Da haben die Jungs nämlich eine wirklich sehr, sehr schöne Liste gemacht. Das nehme ich auch als Inspiration mit für unsere Rennen, weil ich das wirklich gut finde und sehr schön vorbereitet finde. Könnt ihr dieses Google Sheet aufrufen. Und dort könnt ihr sehen, wer wann fährt, der offizielle Streams, die Standings, alles, was für euch interessant ist, könnt ihr dort sehen. Und schöne Grüße übrigens an simskin.de, der unseren Skin gemacht hat. Der hat uns auch verlinkt. Also könnt ihr auch mal vorbeigucken. Go Frank. Tschüss. Viel Spaß. Fahrt vorsichtig. Gut. Ich freue mich auf mein Armbrot. Also stimmt, wir müssten mal Ding gucken, ne? Es gibt ja wieder diese Perma-Damage-Geschichte und so. Mal kurz gucken. Oh, schöne Grüße zurück, Farmer. Was fährt Pete denn heute? Ich brauche mal bitte eure IBAN und Kreditkartendaten für Mundpropaganda. Ja, ist gar kein Problem. 5 leck mich am Arsch. Der PIN ist 234 fuck you. Wir haben noch keinen Perma-Damage. Ja, wo sollen wir auch herkommen? Ja, um das mal kurz zu erklären, auch für die Zuschauer, weil die Frage wird sowieso kommen. Und zwar hat sich die Liga Folgendes überlegt, dadurch, dass es ja technisch nicht anders möglich ist beim Fahrerwechsel, als die Box rein vom Server disconnecten und der nächste Fahrer connectet wieder auf dasselbe Fahrzeug drauf, ist es ja aber so, sobald ja jemand neu drauf connectet, dass der, wenn das Fahrzeug einen Schaden hat, komplett ein neues Auto dasteht, haben sie sich halt überlegt, um trotzdem aber irgendwie den Rowdies auf der Strecke einen gewissen Schaden reinzudrücken, also der über die Distanz geht, einen sogenannten Perma-Damage zu geben. Das wird gelöst durch mehr Gewicht und mehr Restriktor, was sie halt live verteilen können. Das wird aber alles automatisiert in einem System gemacht. Und das funktioniert folgendermaßen. Wenn du im Rennen Kontakt hast, wird immer berechnet, wie stark der Kontakt ist, also mit wie viel km/h-Differenz und solche Geschichten. Und wenn man da mehrere von sammelt, dann steigt entsprechend dieser Perma-Damage-Wert. Am Anfang hat man dann noch mehr Puffer und je mehr man hat, je schneller wird's. Man hat aber auch die Möglichkeit, tatsächlich diesen Perma-Damage zu reparieren.
Das geht dann, wenn man in der Box in einer gewissen Zone eine Minute absitzt. Und da kann man, glaube ich, dann bis zu 10 Schadenspunkte, was nicht ganz 10% sind oder ein bisschen mehr als 10% sind. Ich habe es auch nie so ganz kapiert. Man kann es auf jeden Fall reparieren, indem man Zeit absitzt. Oder man fährt halt weiter mit diesem Schaden oder mit diesem Zusatzrestriktor und Zusatzgewicht. Das soll halt einfach dazu da sein, dass man halt nicht einfach fahren kann wie ein Vollidiot und dann halt sagt so, ja egal, mach mal Fahrerwechselschaden, ist wieder weg. So. Und deswegen schleppst du dann halt so einen, quasi einen virtuellen Schaden, wenn man so möchte, halt mit dir rum. Und das ist die Idee dahin. Und das kannst du halt eben auch in diesem Lifetiming, was verlinkt ist, nachsehen, ja, Leute, wenn man oben auf, glaube ich, Stops geht und oder Incidents geht. Und da steht dann da, wie viel Prozent man hat, was auch schon gab, wie viel Off-Tracks, wie viel im ja, Berührung und solche Geschichten, ja. Bananeis, die Bob ist ja quasi dafür da, die Fahrzeuge anzugleichen, also ja. Da sind wir jetzt also gut aufgestellt, kann man so nicht sagen. Also haben dicke Menschen... Ich sag mal so, ohne 20 Kilo Gewichtsbalance und mit diesem ohne 5% Restriktor wären wir schneller. Das ist rein logisch korrekt. Ich habe hier nochmal eine sehr schöne Aussage aus dem Chat. Also haben dicke Menschen keine schweren Knochen, sondern einen Permaschaden. Das ist korrekt, ja. Das finde ich gut. Ja, mal, perfekt verstanden, ja. Ah. Die müssen sich eine Minute in der Ecke stellen und dann können sie den abarbeiten. Ja, dann verbrennst du was, darfst halt in dieser Minute nichts anderes machen. Das ist ja ganz wichtig. Perfekt. Ja. Und das ist tatsächlich so, wenn du in dieser Strafenabsitzbox bist, weil es vom System nicht anders funktioniert, darfst du tatsächlich nichts machen. Du darfst nicht lenken, nicht mit dem Gas spielen, gar nichts. Du musst da wirklich regungslos drinstehen, weil irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat beim letzten 24-Stunden-Rennen hier in dieser Liga sich dazu entschieden, dann doch mal eine Sekunde vor Ablauf dieser 60 Sekunden ein bisschen mit dem Gas zu spielen. Wer war das denn? Duki? Nee. Nee, der das gerade erzählt hat. Der es gerade erzählt hat. Ach, Ray! Oh, das hat mich so geärgert, ey. Wegen einer Sekunde, weißt du? Jetzt verstehe ich, warum Michel hier so hohe Ansprüche hat. Gut, alles gut, Flo. Ich habe mir das jetzt eingestellt. Das sollte eigentlich jetzt nichts mehr anbrennen. Vielen, vielen Dank dafür. Muss ich eigentlich beim Reconnecten das Setup laden? Nee, ne? Ja. Ah, okay. Ja, mach's einfach zur Sicherheit. Also, wenn du auf dem Server drauf bist, einfach auf Setup, das Final laden und dann noch fahren. Und in der Regel, wenn alles glatt läuft, hast du auch echt noch ordentlich Sekunden Zeit, bevor du losfahren kannst, weil wir ja eine Mindeststandzeit dann haben. Ja. Hast du AC auf der SSD bestimmt, wa? Ich? Mhm. Ja. Ja, dann auf jeden Fall. Ich habe keine HDDs im Rechner. Aber weil wir gestern im Quali so langsam waren und im Mittelfeld gestartet sind. Heki, heute die Zeit ist vorbei, du. HDDs im PC. Der ja, haben ja vielleicht manche noch für Spiele, die sie nicht häufig zocken oder so. Ja, klar. Genau, das soll halt eben diese Zeit dann auch ausgleichen, dass keiner Ladezeitvorteil hat, ne? Jo. So, absolut. Okay. Ist nur ein bisschen ungewohnt, ne? Also, ihr habt das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Bei euch war es beim ersten Mal wahrscheinlich auch ein bisschen konfus alles. Gehe ich mal von aus. Beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht so sehr. Ich werde meinen zweiten Stint mit Zweierflügel fahren. Das muss ich nahezu ändern. Da erinnert mich dann da mal dran. Also, wenn ich den nächsten Triple mache. Bin halt komplett lost hier im Oval. Ach, links rumfahren und dann wird das schon. Bei denen ist es seit Jahren konfus. Ich hab den Eindruck, hier ist alles sehr gut organisiert. Also hier stellt man auch die letzte halbe Stunde vor dem Rennen noch mal ein paar Sachen in AC ein. Weil man eben soll neu installieren und die Custom-Shaders-Patch geschickt. Oder du kommst nicht auf den Server rauf, weil du noch irgendeinen Shit synken musst und die Leute dir so antworten, warum bist du so blöd, du musst halt synken und denkst dir so, ja, bin noch nie AC gefahren, was los? Oder du willst halt auf dem Warm-Up-Server noch mal kurz eine Runde drehen und kannst nicht schalten. Voller Panik, voll am Schwitzen, alle AFK. Ja, was war da eigentlich los? Ey, Maga, ich hab geschwitzt, hab ich. Ich saß hier vor, wollte man... du nicht schalten? Hast du auf deine Schaltung geschwitzt? Nee, weil der Server, die waren alle auf Overtime. Und in der Overtime kann man nicht losfahren. Und dann kannst du halt nicht schalten. Und alles funktionierte, nur das Schalten nicht. Und aber dann kannst du doch gar nicht auf Drive drücken, oder? Doch, kannst du. Und dann sitzt du im Auto. Das geht, ja. Okay. Ja, und ich sitze halt hier, alle AFK, keiner im Teamspeak außer
Rampage? Ja, Rampage, ne? Ja. 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 Außer Rampage, und Rampage hat natürlich ja gar keine Ahnung davon. Ich so, fuck, AC neu gestartet, alles neu belegt, gemacht, getan. Singleplayer, fuck, das funktioniert im Singleplayer, warum funktioniert das da nicht? Und dann kam Michel zur Rettung. Oh, Dizzy, aber wir haben... Du hättest ja eh nicht direkt fahren müssen. Nee, das nicht, aber ich wollte mich halt nochmal kurz einfahren, also Gefühl kriegen fürs Auto. Und gucken, ob alles funktioniert, weil wenn du 24 Stunden live bist, so Technikprobleme im Stream sind halt nicht so geil. Das ist korrekt. Ja. Aber ging ja alles gut. Mist, jetzt haben wir den GT4 wieder genau vor der Schikane. Können wir den nicht mal kurz vorher bekommen? Oh Mann. Und ist halt jetzt wieder so teuer. Schleichgecko lässt sich schon mal gut gehen. Wieso, was macht er? Kocht rum am Start und Event vor den Augen. Läuft. Das ist doch stabil. Da kann man sich mal Gecko, der gönnt sich richtig hart ein heute. Wollen Sie einen Gecko? Halt eine Sekunde, die wir jetzt verloren haben. Der druckst nicht rum. Ey, weißt du, aber ist das wieder ein neues Rezept von Michel oder was? Der Rumbär. Hauptsache, wir fahren 24 Stunden Rennen und Michel regt sich auf, dass er eine Sekunde verloren hat, weil hinter dem geht die 4. Ist ja, kann man machen auf jeden Fall. Wenn man 200 Überrundungen hat im ganzen Rennen, jedes Mal verliert man eine Sekunde, sind es über 3 Minuten, die am Ende fehlen. Also ja gut, 3 Minuten fehlen in einem 24-Stunden-Rennen, ist doch wohl jetzt nicht der Hit, oder täusche ich mich da jetzt gerade? Bin ich da so naiv? Ja, doch, ja nee, aber das ist das Minuten. Prinzip, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du am Ende 3 Minuten aus der Top 10 oder genau diese Zeit fehlt, um noch 2 Plätze gut zu machen oder sonstiges, dann ist es nun mal... Also ich kann auch Michel schon irgendwo verstehen. Das addiert sich natürlich, solche Geschichten. Ja, na klar. Und dementsprechend. Aber also schon mal was von positivem Mindset gehört? Nee. Nee, ne? Da kann ich ja nur eine Antwort drauf geben. Nein. Nein! 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 Was positiv? Michel war schon immer da negativ. Das peitscht ihn dann so ein richtig bisschen, weißt du? Ah, okay. Also bei uns gibt's das halt nicht. Wenn wir wenig erwarten, dann wird man auch nicht enttäuscht. Wir sind ja immer sehr positiv eingestellt, was das angeht. Hauptsache, das Ziel ist immer, Hauptsache konstant durchfahren. Wenn du konstant durchfährst, dann hast du schon halbe Miete, wie du vorhin schon gesagt hast. Also wenn er mal wieder eine krasse Rundenzeit hinlegt, dann der Michel, dann wisst ihr ganz genau, er ist von der, ja, vom Hass gepeitscht, so in der Hinsicht, vom Misserfolg. Ja, er steht halt ein bisschen auf Selbstgeißelung. Ah, ja. Ach so, ja gut, dann weiß ich Bescheid, sorry. Ja, deswegen ist er ja jetzt auch Waschbär morgen danke, und sitzt dann die nächsten danke, 2 Wochen danke. Auf dem Pott, weil es ihm nicht bekommen ist. Aber das oh, da hat Schwiegermutter aber nicht gut gefühlt. Deshalb muss er auch danach nicht mehr fahren, weil wir nicht wussten, ob er wieder kommt. Wir hätten doch vorher das Fell abziehen sollen. Boah, ey. Super, mega. Ja, das ist auch eine interessante Frage, ja, genau so technischer Seite. Hier. Und zwar, ob es auch verschiedene... ja, Trockenreifentypen gibt hier im Spiel. Das kann man einmal mit Ja beantworten. Aber in dieser Liga, in diesem Event, wird es nur eine Mischung geben. Das sind die Medium-Reifen. Es gibt aber natürlich in der AC allgemein gibt es wahnsinnig viele verschiedene Reifen, weil es ja auch Straßenfahrzeuge, verschiedensten Rennfahrzeuge auch aus verschiedenen Epochen gibt. Jetzt hier konkret beim GT3 gibt es, glaube ich, 3 Reifenarten, also die Softs, die Medium und die Harten. In dem Fall aber oder in dieser Liga sind nur die Mediums erlaubt. Ey, die Zeit geht schnell rum heute, das ist der Wahnsinn. Holy shit. Ja, da waren es ja noch 22 Stunden und 40 Minuten. Ja, ist halt wirklich so. Ich fühle mich halt, als wenn wir hier 5 Minuten drin sitzen. So. Aber ich muss auch schon das erste Mal auf Toilette. Also. Alles wie immer. Sigi die Blase Lentes hat zugeschlagen. Sigi die Blase Lentes. Ja, das ist mein Spitzname, den habe ich mal. Sein Kampfname. Aber ich kann mir auch richtig vorstellen. Ich muss, also kleine Anekdote an dieser Stelle nochmal. Mein allererstes 12-Stunden-Rennen auf Bathurst war das. In ACC und komplett, also wirklich komplett in einem anderen Universum. Weil noch nie mitgemacht, diese Stresssituation, Rennpace und hier und da und tralala. Und dann kommt so die Durchsage, ja, Dizzy, der nächste Stint ist so. Und ich, alles klar, fuck, ich muss nochmal auf den Pott, ich muss scheißen so, weißt du? Weil dann kam Nervosität, es brodelte und ich musste los.
Dann saß ich auf dem Port, hab gemütlich dann abgeseilt, weil 15 Minuten, ich hab 15 Minuten vorher ich das gemacht. Und mein Teammate hat sich dann einfach entschlossen, ja, ich komm früher rein. Und ich sitze auf dem Pott. Und dann schreibt mir halt wirklich einer über Twitter, DMs, Bagger, komm runter vom Pott, Alter, dein Stint geht los. Und ich aber wirklich, echt so schnell wie es geht, einfach das Ding weggedrückt, Arsch abgewischt, zum Rechner gelaufen. Und dann sitzt mein Teammate da, ja, schön, dass du nicht da warst. Ich hab deinen Stint da mal übernommen, mach's dann nachher, ne? Und ich aber wirklich voll am Schwitzen und Hose hoch und grinn in den Sitz wieder. Und dann musste ich gar nicht fahren. Seitdem heiße ich irgendwie Sigi, die Blase Lent ist. Also ich habe gerade am Anfang gedacht, du erzählst meine Geschichte, die ich mit Michel hatte. Als ich irgendwie auch 15 Minuten vor Schluss gedacht habe, komm, ich gehe mal eben auf Klo, ist ja noch Zeit. Hab da noch irgendwie ein bisschen kurz gecheckt, bla bla bla. Und weiß nicht, irgendwie Brain Lagout gehabt. Ich habe wohl 8 Minuten in den Chat geguckt. Dementsprechend hatte ich nur noch 8 Minuten zum Toilettieren. Und ja, saß dann auch gemütlich auf dem Klo und war am Drücken und dies, das. Und ja, auf einmal komme ich wieder und wollte auch so zum Kühlschrank und sehe so am Vorbeilaufen im Wohnzimmer, hey, fuck, der steht schon in der Box. Ja, dann musste doch ganz schnell gehen, aber eine Minute verloren, weil ich einfach zu spät war. Fang schon wieder an mit Weinen. Mein Handy lag hier neben dem Rechner, das heißt, davon habe ich auch nichts mitgekriegt. Und ja, das war peinlich. So, circa 5 Runden noch, dann haben wir Halbzeit. Ja, Geschichten, seitdem die nur Langstreckenrennen erzählen können. Seitdem nennt mich Dugi der Darm abgefahren, ne? Also haben wir ein ähnliches Schicksal. Das ist mein erster Stint schon. Ja, das erinnert mich auch noch an eine Story, die ist aber schon ein bisschen älter. Das sind wir in Forza tatsächlich mal ein Langstreckenrennen gefahren und der gute Pro-Game oder wie er sich jetzt nennt, Marvin Elliott in ACC, mit dem ich ja vor ein paar Wochen das 8-Stunden-Rennen Suzuka gefahren bin. Die fahren ja heute, glaube ich, eher 12 Stunden oder 8 Stunden Silverstone. Und zwar, der hatte auch halt quasi einen Stint sozusagen und der hat halt auch die ganze Zeit gesagt, er muss auf Toilette, er muss auf Toilette, er muss auf Toilette und so. Und wir halt, ja, schaffst du schon. Und ja, bei dem war es dann auch so irgendwie 5 Runden, bevor halt eigentlich Ding war. Und es ging halt nicht anders technisch, also wir konnten das ja nicht so machen. Du musstest halt durchfahren, du konntest nicht jetzt früher in die Box oder so. Ja, da einfach mal gedacht, so, ich stelle mal das Ding jetzt einfach mal ab. Ist da, ich glaube, es sind sogar Le Mans gefahren, ist halt irgendwie auf dem Mulsanne gerade rechts rangefahren. Ja, so Toilette. Rennen war vorbei, so quasi. Oh, das war auch so eine Story, das ist schon ewig her. Das war so die erste Klo-Geschichte, die ich bei so einem langen Streckenrennen mitbekommen habe. Das hat man ihm dann auch noch ewig nachgesagt. Ich glaube, deswegen ist er dann vom Forza weggegangen. Ich da konnte ja wohl keinen Fuß mehr. Ich habe halt, heute muss ich ganz ehrlich sagen, meine Klamottenwahl war sehr bescheiden, weil ich habe mir nämlich ein Onesie angezogen. Ja, geil. Ja, das ist halt richtig, wie willst du da scheißen gehen? Muss ich halt komplett halbnackt dann auf dem Pott setzen. Naja, muss halt mal nackig. Ja, geil. Jedes Mal den Onesie ausziehen. Also ich muss auf jeden Fall, wenn ich kacken muss, heute mehr Zeit einplanen. Also da sollte ich schon mal 45 Minuten, bevor mein Stint losgeht, aufs Klo gehen. Dass du überhaupt einen Onesie besitzt, finde ich ganz faszinierend schon. Ich habe so einen richtig geilen Onesie, habe ich von Sauerkrauts, der ist richtig schön. Bist du, wie ich mir das vorstelle, so ein Strampler-Gefühl oder musst du extra noch Socken anziehen? Oder geht der, nee, also, Schuhe, also unten ist quasi offen. Mhm. Ist ja, ist wie so ein Blaumann. Genau, wie so ein Blaumann mit Kapuze, den kannst du halt komplett zuziehen und kannst nach vorne dann durchgucken. Eigentlich fahre ich immer nah an meiner Bestzeit. Und das ist super bequem. Bananeneis ist eine gute Frage. Der fragt nämlich gerade, abgefahren, habt ein eigenes Team oder ist das ein anderes, die ihr Team so genannt haben? Ja, also das ist folgendermaßen. Duki hat ja mehrere Monate jetzt keine Videos gemacht und das hat halt einigen seiner Zuschauer halt überhaupt gar nicht gefallen und die haben jetzt halt einfach ihr eigenes Ding gemacht und haben sich jetzt gesagt, so, wir machen jetzt abgefahren nur in besser. Ja, Duki, ich würde mir mal Gedanken machen. Da hat er immerhin den Namen noch verkauft und dann konnte er, ja. Ja, genau. In Wahrheit fahre ich insgesamt in 3 Teams mit und kann dementsprechend auch nicht pennen gehen. Nein, also das sind Jungs aus der abgefahrenen Community, das ist ja so ein bisschen getrennt bei uns sozusagen. Wir haben diese schöne Homepage, dieses schöne Forum, worüber wir die Ligen organisieren, wo ja ganz viele Leute beteiligt sind. Ja, ich auch. Wo also die AVD GT Challenge läuft, die FAQ 2 Liga und. Und aus diesem Dunstkreis sind quasi noch 2 Teams entstanden. Und ja, die haben halt Bock gehabt, den abgefahrenen Namen da vorzutragen. Ich hatte da überhaupt nichts entgegen, war aber eben schon mit Team Red Hot Racing und diesem ganzen YouTube-Streaming-Team verbandelt sozusagen. Oh Gott, ich habe mich ein bisschen bei deinem Übergang gerade erschrocken, Dizzy. Warum? Ja, weil du da so mit diesem einen Bild so komisch in die Kamera guckst. Ist gut, ne? Hallo? Übergang! Ja, Flashback, guck mal, wie weit wir... Naja, auf jeden Fall ist das die Geschichte, warum es da
abgefahren. Ich glaube, es gibt aber auch noch mehrere Fahrer, die aus diesem Dunstkreis in anderen Teams verstreut sind. Wir haben so überall unsere kleinen, schmierigen, fettigen Finger im Spiel und unterwandern diese ganze Liga. Ja. Ich glaube, letztes Jahr habt ihr ja noch ein Rookie-Team gehabt, noch zusätzlich aber zu den zwei, oder nicht? Waren es da nicht drei Teams sogar? Oder täusche ich mich da jetzt? Ja, das, wie hießen die nochmal? Igel? Ja, genau, irgendwie so, so eine Flügel. Die werden cool 1-2 fahren und wir fahren halt 1-3. Und das kostet uns auf der Geraden halt schon. Das ist Michel übrigens, der im Hintergrund redet. Halt muss man für alle, die jetzt eingeschaltet haben und das noch nicht kennen, also hier, in AC ist es nicht möglich, wenn alles nach Plan läuft. Auf dem Server zu connecten und im Auto zu sitzen und zuzugucken, wie ihr es gewohnt seid aus ACC, sondern man braucht einen Kamerawagen. Da sitzt aber gerade Ray drin. Und es ist wohl auch technisch nicht möglich, irgendwie mehrere Kamerawagen zu haben. I don't know, ich habe es nicht ganz, also ich glaube, Serverlast oder irgendwie was hat damit zu tun. Deswegen restreame ich sozusagen die Sicht gerade von Michel, also unserem Fahrer. Und der quatscht halt zwischendurch dazwischen, weil ich weiß nicht warum, aber... Das fragen wir uns alle, warum der die ganze Zeit quatscht. Der soll doch fahren! Eben. Und deswegen hört ihr zwischendurch immer noch mal wen quatschen. Genau, stimmt. Sebastian schreibt es gerade. Die Hope Racing Teams sind natürlich auch. Oder Hyde Harbour. Ja, ja, stimmt. Genau. Bevor wir hier dann noch jemanden unterschlagen, auch aus dem abgefahrenen Dunstkreis. Naja, ihr könnt mehr Kamerawagen haben, wenn dafür andere Teams nicht mitfahren. Du hast genau. Da vorne den Splitter und hinten also, ja, und wir brauchen halt also auch für jeden Kamerawagen einen eigenen Steam-Account auch nochmal. Ne? Also du kannst nicht mit deinem Account jetzt da einfach drauf, sondern das ist ja auch nochmal. Man braucht halt immer. Deswegen, wir haben jetzt ja für unseren Kamerawagen einen extra Steam-Account mit ACC, mit AC und allem. Und ja, ist dann halt auch irgendwann die Frage, okay, ab wann lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? First time Racing schauen, aber es ist nicht erlaubt, mit dem Fahrer zu reden oder ist es einfach so gewollt? Ja, heißt so es die ist so gewollt, dass wir nicht mit dem Fahrer reden, damit er sich so konzentrieren kann. Halt weil wenn er die ganze Zeit unser dummes Gesülze hört, dann kann er sich ja nicht konzentrieren. Wir können aber mit ihm reden, also wir können auch in den Channel theoretisch reinfunken und mit ihm quatschen. Machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. Michel hat nämlich ein sehr schwaches Netzteil. Jedes Mal, wenn da die Audiosignale ein bisschen zu hart steuern, geht der Bildschirm aus. Und dementsprechend gehen wir da nicht rein. Ja, aber das Problem, das hat man doch sonst nie in den Rennen, oder? Ich kann mir auch gar nicht erklären, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht hat er da auch ein bisschen was rumgedreht. Ja, aber was muss man in der Einstellung, damit sowas mal rauskommt? Das weiß ich nicht. Oh ja, stehst du auf? Geil, dann kann ich auf Klo gehen. Yes! Gut, ich bin kurz mal auf dem Pott. Viel Erfolg! Ja, werde ich. Bring Geschenke mit. Ja, mach ich! Nee, Excellent Connor, das ganze Rennen wird nicht über diese Ansicht sein. Zumindest nicht auf dem Pixelhelden-Kanal, denn wenn Ray fährt, gibt es natürlich die Cockpit-Ansicht. Allerdings werden wir, so gut es geht, 24 Stunden auch diese TV-Cam übertragen und das auf verschiedenen Kanälen. Wie es da in der Übersicht aussieht, kannst du in der Videobeschreibung sehen. Ich poste das auch nochmal eben in den Chat. Da haben wir nämlich unsere schöne Stream-Übersicht, wo ihr auch gleichzeitig unsere Stints anschauen könnt und eben schauen könnt, wer wann streamt. Da ist alles verlinkt und da siehst du auch genau, wer gerade fährt oder wer wann fahren wird und wer dann auch die TV-Cam übernimmt. Und der ist außerdem ist halt auch noch der offizielle Stream verlinkt, den sollte man auch nicht vergessen zu erwähnen. Also denn da wird das ganze Rennen quasi kommentiert. Hier halt konzentrieren wir uns ja wirklich nur auf unseren so Audi, auf unsere Scarlett. Und dementsprechend, wer da einen Gesamtüberblick haben möchte, der sollte ab und zu bei Virtual Racing, dem Organisator, vorbeischauen. Auf dem YouTube-Kanal gibt es nämlich da die kommentierte Fassung des Rennens. So sieht's aus. Alles verlinkt. Videobeschreibung. Sind das die europäische oder die amerikanische Zeit in Seoul? Verstehe ich nicht die Frage. Achso, du meinst wahrscheinlich, ob
Nee, aber es muss ja dann... Nee, es wird ja jetzt quasi gerade dunkel, so wie in Deutschland ja quasi auch. Also das wird schon unsere Zeit. Nee, die Zeit in-game ist quasi an uns angepasst. Also genau. Wir fahren jetzt nicht, weil sonst wäre jetzt ja, glaube ich, wahrscheinlich da gerade erst morgen oder so. Das hat oder noch nachts oder das irgendwie so. Das Auto ist sehr, 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 sehr beschädigt, wenn du dort gegen die Bande fährst. Das ist lustig, wenn er am Oval ist, sieht der Rückspiegel und nach vorne deckt sich das Bild fast 1:1. Die gelbe Linie und so, ja. Ja, sehr gut. Wie wenn es so durchsichtig wäre. So, wieder da. Das geht ja schnell. Ja, war nur kurz mal Pipi reinhalten. Pipi reinhalten. Ja. Dann wieder rausnehmen. Ja. Fertig. Kurz mal reintunken. Ja, so langsam kommt schon ein bisschen Abendstimmung hier in der Welt. Ja, wir sind im Übergang von Daytona zu Nighttona. Ja, aktuell. In Richtung Abendtona. Hey, Dupi, also als ich deine Videos... Winning-Tona. Als ich deine Videos damals geguckt habe, habe ich das nicht so empfunden, als wenn du die ganze Zeit so eine beschissene Witze machst. Du, ich habe mir das extra antrainiert, um mich auf dein Niveau zu begeben, damit du dich nicht schlecht fühlst. Also, aber wir kannten uns doch noch gar nicht. Da ist ein bisschen mehr Leistung reingeflossen, als du vielleicht denkst. Auf so Ovalstrecken. In also den letzten Stunden. Das ist dann Stunden. Immer so. Na, wie soll wir können ja nicht so viel trainieren, ne? Wenn also, du jetzt eine Strecke hast, du? Wo du wirklich... Schlechte Witze googeln, irgendwie versuchen, die Pointen rauszustreichen und grammatikalisch... Oh, die Sonne. Schön. Das ist so eine Strecke, ich hab, wo... Ich hab gestern kam mein neues Witzebuch für ein Witzwoch. Also, ich könnte ein paar zitieren. Da könnte man zum Beispiel überlegen. Für den Witzwoch. Okay, hast du schon Favoriten? Nee, gar nicht. Es ist, ich habe noch keinen Favoriten, nee. Na, ACC hast du die großen aber Einstellungsmöglichkeiten natürlich vom Splitter nicht mehr. Wird gut, der Witzwoch. Wird gut. Witzwoch. Zumindest nicht. Wie viele Ausgaben des Witzwochs gab es schon? Genau, Shadow. Ja, mir wäre es lieber, wenn sie langsamer wären. Was ist mit, was hast du gesagt, Dui? Wie viele Ausgaben des Witzwochs gab es schon? Och, keine Ahnung, unzählige. Ich habe letztens, musste ich im Stream, ich glaube, 273 Witze am Stück vorlesen. Oh Gott. War gut. Klingt auf jeden Fall nach einem Format, was ich mir anschauen sollte. Also bei mir ist es irgendwann so, irgendwann, wenn es zu viele Witze werden, dann finde ich irgendwie irgendwann gar keine mehr lustig. So geht es zumindest mir. Ja, doch, das geht. Ja, werdet sehen, okay. Im Laufe der 24. Ich finde, irgendwann hat man so diesen Phipps-Asmussen-Effekt, dass man einfach aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt. Und da können die auch noch so schlecht sein, die Witze, weil man einfach mit dem nächsten zugeballert wird. Ja. Da kommt der nächste. Bananeis, ich würde jetzt fast sagen, der AMG und der Nissan sind hier schon mit so am stärksten von der BOP. Der also jetzt auf der Strecke haben die halt ihre Vorteile. Immer weiter vorgespült werden. Z4 ganz klar hat hier eher den Nachteil, weil dem fehlt halt extrem viel Topspeed. Der ist halt stark auf der Bremse und in den Kurven, aber davon gibt es hier nicht viel. So sagen. Und der Audi ist eigentlich bis jetzt, glaube ich, auf Spa. Wenn dann noch so schnelle Fahrer. Überall wie, halt okay. Er ist nirgends richtig schlecht, nirgends richtig gut. Deswegen der Audi war halt deswegen auch die Qual der Wahl, sage ich jetzt mal, in dieser Saison für uns, weil es halt ein Fahrzeug ist, was halt überall ganz okay ist. Deswegen fahren auch wahrscheinlich die meisten Teams. Übrigens, Duki. Ja, bitte. Was hältst du mal von Witzwoch featuring Duki? Ich hatte früher ein Witzebuch, das ist bestimmt schon 25 Jahre alt. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem noch nicht ausgepackten Karton sich das irgendwo befindet oder ob das noch zu Hause in so einem alten Keller mit meinen Eltern. Ich würde dich sehr gerne... Das würde nämlich gerne mal ausgraben. Da musste ich nämlich letztens auch nochmal dran denken. Aber ja, ich wäre voll dabei. Ich würde dich gerne einladen zu einem Koop-Witzwoch. Ja. Koop-Witzwoch. Das wird, glaube ich, stabiler Stream. Witzwoch Multiplayer. Ja. Ja, ey, voll, gerne. Danke für die Einladung. Ja, klar. Dann hau dir am besten noch Dave dazu. Und dann ist oh mein Gott. Ey, wie geil wäre das denn? Wir machen Endurance-Witzwoch. Und dann fahren wir in Endurance-Witzwoch. 24 Stunden und wir lesen. Ja, also bei mir ist das so, wenn ein Alert ausgelöst wird, dann lese ich einen Witz vor. Also würden wir quasi in ein Endurance-Witzwochrennen fahren mit einem Team. Alle haben ein Witzbuch und müssen ihren Scheiß vorlesen. Wir fahren das Endurance-Rennen dazu. Wie ein Tier. Das wäre geil. Das klingt nach einer dummen Idee. Ich bin voll dabei. Und ab 250 ist total die Luft raus. Gut. Ja, ich würde sagen, die Lachmuskeln sind danach auf jeden Fall durch. Da kannst du auf jeden Fall ganz schnell aktiv echt am Überlegen, ob ich denn irgendwo. Weil da standen auch Dinger drin, da packst du dir heute noch an den Kopf.
Du, ich hab Bücher hier, da, also... Das gibt's nicht, ey, ich war jetzt... Also meine Runde war jetzt wirklich nicht schlecht, ne? Und ich hab halt... Aber bitte, ohne dass der Fahrer die Leute nicht hört, der muss dann abgelenkt werden. Du hast schön im Stint und die Leute lesen die ganze Zeit so ein Shit vor. Da waren die 44,7 oder so. Oh. Oder die Anzeige hier rechts ist falsch. M20, das ist gerade, wie heißt das denn hier? Apfelstrudel. Weihnachtsedition. Ja, wir sind eine 45,1 gefahren letzte Runde. Der AMG war halt mal 0,4 schneller. Ja, mal sehen, ob wir noch was machen mit den Jungs hier. Das, wenn meine Performance scheiße ist, wäre ich bestimmt nicht mehr eingeladen. Also, auch du, also alles, was mich in ein besseres Licht rückt, da bin ich schon mal kein direkter Feind von. Dementsprechend. Du Assi, ey. Du blöder Assi. Deshalb und willst du mich auch endlich als Ersatzfahrer werben, Duki, oder wie? Wärst du lieber mal vom Gas gegangen, Flo? Deshalb willst du mich endlich als Ersatzfahrer werben, oder wie? Komm, jeder! Dass du durch mich getauscht wirst, ja. Dann stehst du perfekt da. Ja, dann musst du noch Michel weg, Ray weg und dann sieht Duki gut und schnell aus. Ja. Noch ein bisschen viel of you nach oben stellen, oder wie war das? Dann, genau. Dann vergisst man sogar, dass er es geschafft hat, das Auto in der Boxengasse aufs Dach zu legen. Da gab es einen kleinen Schlag vor. Tut so weh. Ja, aber das ist ja auch. Aber es war auch in iRacing. Kann man ja auch gar nicht schaffen, oder? In der Box das Auto aufs Dach. Nee, das kann ich mir nicht. Da müsste man ja schon in der scharfen Rechtskurve in Spa die Wand berühren, vielleicht so ein bisschen. Und dann nehmen wir erstmal angeschoben, moin. Ja. Aber ich möchte mal ganz kurz aus dem Chat was aufgreifen, weil es hat nämlich der Yodo oder wie Yodo hat geschrieben, warum der Nissan nicht benutzt wird. Junge, dann bremst doch mehr. Also da fragt jemand ernsthaft, warum der Nissan nicht benutzt wird. Warum wird denn der Nissan nicht benutzt? Er ist gerade auf 1, der Nissan. Ich würde sagen, der Nissan führt das Rennen an. Achso, das war quasi Ironie. Nee, aber der wird ja schon recht selten genutzt. Also diese Liga ist von Audi dominiert, das kann man einfach sagen. Ja, es sind glaube ich 14. Fast jeder andere GT3. Ich glaube, es sind 14 Audis tatsächlich im GT3-Feld. Ja. Nissan sind tatsächlich 4 Stück, die abgefahren, 1 und 2. Er ist Racing, direkt jetzt hinter uns positioniert. Und dann war es nochmal, nächste Frage, nochmal ein Team auf jeden Fall, die weil ebenfalls also mit dem Nissan unterwegs sind. Z4 gibt es, Montag oder Dienstag, glaube ich, auf 4 oder 5 oder sowas. Hab ich das Setup nochmal komplett neu gebaut. AMGs gibt es auch nochmal 6 oder 7. Also für mich war nicht viel Training dabei. McLaren ist tatsächlich gar nirgends mehr, glaube ich, mit dabei. So dumm wie das klingt, ich habe das gestern, glaube ich, schon mal gesagt, wo er mir geschrieben hat, dass glaube ich, raus. Ansonsten 5 Ginettas, 5 Jettas gibt es noch. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein. Da habe ich mich halt auch mal Standard-Setup gemacht. Ja, und dann gibt es halt dann noch die GT4-Klasse. Da sind halt viele M4, 13 und ebenfalls halt Setup, was wir hatten. Mercedes, also AMG GT4. Dort gibt es, glaube ich, einen, wenn es mich nicht täuscht, oder vielleicht 2 Maseratis. Und der 570 McLaren gab es einen, aber die sind, glaube ich, gewechselt von GT4 auf GT3 hoch während der Saison. Deswegen gibt es den gar nicht mehr, den McLaren. Der war aber auch nicht so gut irgendwie, also der hat eben nicht so gut funktioniert. Ja, um ganz kurz nochmal zu erklären für die Leute bei mir, weil das ja für euch neu ist. In AC gibt es nicht die Möglichkeit, wie in ACC mit auf den Server zu connecten und im Auto zu sitzen. Deswegen restreamen wir unseren Fahrer gerade. Bei Ray gibt es einen Kamerawagen, also da könnt ihr auch nochmal eine andere Perspektive sehen. Aber Michel streamt gerade und quatscht sich halt einen Wolf beim Fahren, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber das bezeichnet ihn als guter Fahrer. Also wenn du reden kannst und schnell fahren kannst, bist du, glaube ich, schon ziemlich gut. Habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also nicht so wie Duki. Also man kann ja reden und fahren, aber wenn die Zeiten nicht stimmen, macht es halt keinen Sinn, dann das vorzuführen, zumindest nicht in einem Rennen, wo auch die Leistung in die gesamte Teamleistung mit einspielt, ne? Dementsprechend bin ich hier dann immer so ein bisschen ruhiger, aber auch wenn wir Community-Rennen machen, dann laber ich natürlich auch beim Fahren. Und dementsprechend zeigt sich das auch. In schlechter Rundzeiten, in mehr Kontakt mit den anderen, in Drehern, in solchen Geschichten halt, ja. Herr Krenz, danke für 7 Monate, Maga. Ich kann das gar nicht. Also ich krieg das nicht hin, partout nicht. Also selbst wenn ich wollen würde, ich schaffe einfach dann keine Leistung. Du hast so, halt nee, hier hat er, ne? Glaube ich.
Beides. Die vor mir machen was halt denn? Auch keine Fehler, ne? Wird gerade gefragt, ob der Maserati GT4 hier auch kein ABS und TC wie ein ACC hat, aber ich glaube, hier in der Liga hat er beides bekommen. Ah. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor zu fahren. Vor allem im Regen. Aber so ist das echte Team auch unterwegs und ich glaube, die Anekdote war tatsächlich, dass das echte Team auch gar nicht antritt, aber wenn die wissen, es wird starker Regen geben. Dann sagen die, ne, fahren wir nicht. Das war's dann wohl mit diesem Rennen. Ist nicht trocken genug. Einfach nur, weil es kaum Sinn macht. Du zerballerst dir so die Reifen, es ist riskant, gefährlich und langsam bist du oben rein. Michel fährt wirklich sehr, sehr krass, ja. Muss ich auch zugeben. Also, der Marius ist halt so, ich habe hier noch nicht einen Patzer gesehen. Wenn ich jetzt gegen andere R8s beispielsweise fahre, die fahren das mir macht halt auch weg. Eben das halt krasse aus bei so vielen. Die können dann einfach super schnell fahren und labern. Wenn ich hochkonzentriert bin, bin ich trotzdem langsamer, als wenn Michel ein Witzebuch vorlesen würde. Nebenbei. dementsprechend da komme ich niemals hin auf das Level. Halt auch immer näher. Ja, ihr seid schon ein bisschen sehr frustrierend, aber wenn man es realistisch sieht, dann ist es halt so. Manche sind vielleicht musst du es halt auch mal versuchen, ein Witzebuch nebenher lesen. Einfach mal try und dann gucken, was draus wird. Also wir haben ja auch regelmäßig Flachwitzrunden bei diversen Streams und Community-Rennen und so weiter. Und nee, weder das Lachen noch das Erzählen, das hilft alles nichts. Ich bin ja mal gespannt, wann das bei mir reinkickt, dass das ein bisschen schneller wird. So. Da warte ich immer die ganze Zeit noch drauf. Obwohl, manchmal gibt es auch die Momente, wo man so erzählt irgendwie, oder dann ist man mit wem im Teamspeak und man redet, bla bla bla. Und dann guckt man so zurück und, ich bin gerade meine persönliche Bestzeit gefahren und ich weiß eigentlich gar nicht, wie es passiert ist, weil das Gehirn genau richtig abgelenkt wurde, um. Und links daneben die weiße Zeit. Ja, ich kann es mir nicht erklären, wie das funktioniert. Aber manchmal machst du halt irgendwie zufällig genau das Richtige sozusagen, kannst du nebenbei noch quasseln. Aber das ist ja kein Dauerzustand, das ist ja wirklich. Ja, wie wäre es mal mit voller Kapelle? Ja, ich würde sagen, nach fast 2 Stunden können wir immer volle Kapelle machen. Ach, Mensch, was ist denn volle Kapelle? So ein Vollhorn. Da wird der Sound aufgedreht, die Stimme das leise. Das mitbekommen. V10 vom Audi gehört. Ich muss mir auch mal pinkeln, das passt perfekt. Okay. Ich habe nämlich hier auch eine innere volle Kapelle. Dann mute ich mich hier einfach mal. Alter. Ne, muss ich nicht muten. Das kriege ich alles technisch hin. Ja, aber dann quatschen wir. Die hören uns nämlich jetzt, bei mir hören sie mich und dich und wir und uns nicht mehr, aber sie hören jetzt gleich richtig laut. Ja, 45 Gaming, das wird iRacing bestimmt mal probieren. Ja, das geht ja nicht, weil bei mir quatscht ja mega. Also die GT4 machen schon langsam aggressiv, Jungs. Aber ich sehe es irgendwie nicht ein, dafür, also für mich persönlich Geld auszugeben. Die GT4s machen ihn aggressiv. Ich hätte jetzt am liebsten rausgeschoben. Schon recht teuer. Klar, wenn man einen gewissen Content hat, ist es teuer. Das ist ja richtig, das ist eine richtige Zuckerschnude, du. Ist wieder eine richtig, richtig teure Runde hier. Und der RS Racing Nissan ist halt auf 2,5 Sekunden rangekommen. Also die GT4s machen mich langsam aggressiv, Jungs. Schon auf deinen Stint aufgeregt? Also ich bin vorhin nochmal eine Runde gefahren. Hast du die Donation vorgelesen? Ich sehe, da ist gerade erst eine reingekommen. Ja. Mal gucken. Okay. Ihr habt mich immer gemutet hier im Teamspeak, wenn eine kam. Also ich glaube, ich werde... Also ich bin nicht der Schnellste, logischerweise. Ich versuche einfach konstant durchzukommen. Ich werde mich nachher auch gleich nochmal kurz warm fahren. Wie kann ich nochmal das Soundmenü in-game aufrufen? Mit welcher Taste war das? Mal gucken. Mal gucken. Jeder. Ich habe natürlich jetzt ein... Also das ist ja hier, muss man ja dazu sagen, mit Duki, Michel und Ray ein ganz anderes Team. Schon das Ingame, da gibt es doch so eine App, oder? Sound-App oder so. Die schon einen ganz anderen, ich sag mal, Racing-Anspruch haben als ich. Mal gucken. Also das macht mir schon, weil ich die Jungs halt noch nicht kenne. Natürlich sagen sie immer, dass sie das locker sehen und dass das alles entspannt ist, aber naja, wenn du derjenige bist, der da reinscheißt, dann kann das schon kacke werden. Halt da mit Gamepad, also noch nicht mit Lenkrad. Und ich fahre heute das allererste Mal Doppelstint. Aber schon sehr, 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 sehr lange her. Also ich fahre heute das erste Mal Doppelstint. Also ich, glücklicherweise haben die Jungs mir keine Dreierstints gegeben. Da ist rausschieben. Also 3-Stunden-Stints.
Aktion. Und mal gucken. Feuer gleich ein Waschbär, Mann. Mal gucken. Also ja, ein bisschen Nervosität ist schon da. Aber ist nicht mehr, ist absolut nicht mehr so wild wie beim allerersten 12 Stunden. Also das ist bei mir mittlerweile schon sehr, sehr entspannt alles. Und sehe ich auch mittlerweile nicht mehr so eng. Also im Gegensatz zu ACC ist die Fahrphysik schon eine ganz, 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 ganz andere Deda. Also ich glaube gerade auch, wenn man jetzt von Michel zum Beispiel einen Setup bekommt, weil Michel, also derjenige, der jetzt gerade fährt, irgendwie so vom Fahrstil her eine ganz andere Nummer fährt. Also ich hatte den ersten Tag im Training, habe ich wirklich sehr große Probleme gehabt. Also das Auto war für mich persönlich, für mein Fahrverhalten super unstabil. Ich habe das nicht über die Runden gekriegt und mittlerweile geht es eigentlich für relativ angenehme Zeiten. Ich habe keine Ahnung, ob ich 2 Stunden schaffe. Bin ich ganz ehrlich. Vernünftig 2 Stunden. Mal gucken. Aber ich denke mal, wenn der Autopilot sitzt nachher und alles so in der Beine drin ist. Ich bin also den einzigen Sinn, wo ich mir selber ein bisschen Sorgen mache, ist der heute Nacht. Der heute Nacht könnte schwierig sein. Mal gucken. Findest du AC besser oder ACC? ACC auf jeden Fall. ACC. Ich habe dir mal ein paar Wochen auf Spa eine Quali-Runde verbasselt. Hab seitdem nimmer mit gegen andere gefahren. Das jetzt. Ich hab dir mal vor mir, hast du das sonntags? Du hast die Strecke bisher immer recht schnell gelernt, wird schon funktionieren. Ja, ich fahre 1,47 niedrig, so ungefähr. Also ich bin halt nicht auf Michel sein Niveau. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall Plätze abgeben, vermutlich. Also gehe ich ganz stark davon aus. Aber bei mir geht es ja auch immer darum, konstant zu fahren ohne Fehler, ne? Und das ist ja meine Stärke. Das ist meine Stärke. Ich mache mir nur ein bisschen Gedanken um die Geschichten hier. Weil ich bin in AC noch nicht mit anderen gefahren. Also keine Testrennen und so. Aber das kriege ich schon hin irgendwie. Wird schon gehen. Haben wir schon wieder die ganze GT4 kurze vor der Schikane, Mann. Also Tipps so, für Anfänger in ACC? Fahren, bis du keinen Bock mehr hast. Die ganze Zeit nonstop einfach durchfahren. Bugatti hat einen Fehler gehabt, glaube ich. Pfandmechaniker Moinsen. Also man muss schon sehr viel Praxis sammeln, bis der Körper halt Automatismen entwickelt. Also wenn du wirklich Autopilot fahren kannst, so mit Kopf ausschalten und Gas geben, dann geht's. Genau, Daytona. Wenn ihr Ausrufezeichen Daytona eingebt, Leute, dann kommt ihr auf diese wunderschöne Seite, die Jungs vorbereitet haben. Hier könnt ihr alles sehen, was für euch wichtig ist. Also, ihr kommt auf die Eventseite, dann habt ihr hier noch die Live-Timings drin quasi. Da könnt ihr alles sehen, wer vorne ist, wer auf welchen Positionen unterwegs ist, die Strafen und den ganzen Kladderadatsch, der ist komplett aufgeführt. Übrigens an der Stelle muss ich nochmal sagen, Virtual Racing, das ist schon schicki. Also könnt ihr hier quasi alles einsehen, ihr kommt zu den anderen, also zum Beispiel Ray streamt gerade aus dem Kamerawagen, bis 20 Uhr wahrscheinlich und dann kommt Rampi, also Rampage kommt dann noch rein, also ihr habt die ganze Zeit eigentlich noch einen Stream, den ihr gucken könnt, aus der Außenperspektive. Ich persönlich versuche so viel wie es geht vom Fahrer einzufangen für euch. Also ich werde ab hier werde ich schlafen gehen, ab 4.25 Uhr ungefähr. Ab 4.25 Uhr werde ich schlafen gehen und ich werde, denke ich mal, irgendwo was bei 9 Uhr oder so wieder auftauchen. Und ich lasse dann in dieser Zeit restreame ich den offiziellen Stream und lasse ihn dann quasi hier laufen, wenn ich pennen bin. Und dann habe ich ja morgens um 10.40 Uhr habe ich nochmal einen Stint.
Ja, aber auch da schon bin mal ich ganz dann wieder für euch trauen, da. Also so ist zumindest erstmal der Plan. Wenn ich hier jetzt nicht müde also bin, mal gucken, jetzt hier, ich mal, schon circa aber wenn ihr das, wie gesagt, wenn ihr das braucht so und euch die Infos holen wollt, wo ihr zugucken könnt, weil alle auch streamen, könnt ihr hier einfach reingehen. Dann könnt ihr hier halt alle Infos für euch noch vorhanden. So fokussiert wie am Anfang. So. Hallo. Ja, da sind sie wahrscheinlich irgendwo richtig. Ja, da kommt der Reapermann. All eyes on Starlet. Da ist er. Wie gesagt, das sind alles unterschiedliche Sims. Oh, da ist er aber ganz schön weit rausgekommen. Ja, den Fehler machen wir nicht zweimal. Ich weiß jetzt, wie ich die Kurve anbremsen muss, wenn ich sie außen anbremsen muss. Tuki wieder da, oder was? Nö. Nee. Das ist aber eine lange Klopause, Junge. Ja, bei ihm normal. Ist die Base kaputt gegangen? Ist zu heiß gelaufen. Ja, so jetzt auf Frost machen. Eis holen. Schon passen. Also wie gesagt, Eis, Alter. Geil, das ist glaube ich Hummer 1. Ich war natürlich nicht einkaufen gestern. Ich war noch bis irgendwie halb fünf wach oder so, damit ich das alles rauszögen. Du hast ja noch Zeit. Ja, ich kann eigentlich erst Eis holen, wenn der Eismann da war. Ja, ich weiß auch nicht, wenn Duki mal hier. Und für mich, aber da musst du Duki streamen. Da gibt's nur bei Duki streamen den Eismann. Also dann darfst du erst bei Duki streamen Eis holen. Ah nee, so lange kann ich nicht warten. Ja, das fängt erst morgen die TV-Cam. Der übernimmt morgen früh erst die TV-Cam. Vor allem eine Stunde nur. Ja. Wie gesagt, iRacing kann. Nee, er macht länger. Er macht das komplette Finale, oder? Hat damals TV. Nicht gefallen. Ja, so wie ich das mitgelöst habe. Du hast auch noch TV. Bin. Da hat's mir nicht ja, gefallen. Aber ich fahre ja dann am Ende. Am Schluss, da kann ich ja TV nicht machen. Ja, ich mache morgen halt. Übernehme ich dann irgendwann, weil. Martin hier, Rampy, muss ja irgendwann ja, 45, ich mein ja auch mal nur, noch schlafen ja, gehen, weil halt er die ganze Nacht halt durchstreamt. Ja. Vergleich mit reingenommen und viele ja, die ganze Nacht habe ich ja jetzt nicht mehr. Das ist ja jetzt nur noch bis halb fünf. Ja, das ist für mich schon die ganze Nacht. Du machst ab neun bis halb fünf, das ist schon. Ja, aber die ganze Nacht wäre ja dann bis ich mein, sieben oder so. Ursprünglich noch. Hättest du von zehn bis zehn, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, das, das ist dann doch ein bisschen zu heftig. Hallo? Wie kam ihr eigentlich auf den Teamnamen? Ja, long story short, Red Dot, also roter Punkt, bedeutet eigentlich das Aufnahmesymbol oder Live-Symbol. Und das Team war im Ursprungsgedanke eigentlich die das Idee, dass halt einfach Streamer, YouTuber gemeinsam halt einfach ein Team stellen und halt an solchen Events teilnehmen. So, das war eigentlich die Idee. Meins Automobil. Ja, irgendwann ging aber irgendwie die Streamer aus und dann, ja. Ja, haben wir halt mehr draus gemacht, also halt, dass wir halt auch gesagt haben, wir wollen halt auch ein bisschen das Simracing bewerben, wir wollen gerne auch andere Simracing-Teams, wie jetzt zum Beispiel Wippermann oder sowas, da kommt ja Michel eigentlich her, auch mal so ein bisschen, klar, warum nicht bewerben oder so, wenn man die Reichweite ein bisschen hat, warum nicht. Und ja, aber wie gesagt, Red Dot steht eigentlich für live sein, für aufnehmen, für Recording, wie auch immer. That's it. Das ist, warte, das hier ist von meinem Mischpult, also wenn du Ausrufezeichen Setup eingibst. Dann fährt Michel noch, der fährt hier nach nochmal eine. Wenn du Ausrufezeichen Setup eingibst, dann findest du quasi das Mischpult, was ich habe, das steht hinter mir in einem Rack. Und da ist halt mein ganzer Sound angeschlossen. Wir haben halt 3% Riss von, ja, von allen möglichen Geräten. Also mein Discord, Teamspeak, Streaming-PC, Gaming-PC, Mikrofone, die gesendet. Also den ganzen Kladderadatsch hast du halt hier auf dem Tablet drauf zum Steuern. Und das gehört zum zu dem Mischpult dazu. Das kannst du über WLAN, über LAN, du kannst halt von überall auf alles zugreifen. Und da ich selber gerne meinen Sound auch am Rig steuern möchte, habe ich mir halt hier ein altes Tablet hingehängt, wo ausschließlich nur diese App läuft und ich kann hier sozusagen alles muten. Also Bray, also Teamspeak, Discord, Game Sound, kannst du halt alles ausmachen. Mikrofon kannst du auch alles. Seit 2017. Also, das ist die Zauberei dahinter. Das ist das Mischpult. Hat sich mir damals 2017 kurz vor Weihnachten gekauft. Aber aktuell läuft noch Bundesliga, das ist nicht so einfach.
Ja, das ist halt Multitasking. Die gute alte Bundesliga. Naja, das war ja eigentlich, deshalb bin ich erst so richtig ab 18 Uhr da, weil bis 17.30 Uhr ungefähr geht die Bundesliga und dann muss ich noch duschen. Ich werde nichts dagegen tun können. Bevor ich dann. Oh mein Gott! Vor allem, ich sage, der Nissan wird uns jetzt definitiv kassieren, ne? Da werde ich nichts dagegen tun können. Ich lasse ihn vorbei und er legt sich ab. F, Digga, F. Wer hat sich abgelegt? Der Nissan vorne, der erste Platz. Der hat sich abgeschossen nach der Schikane. Abgefahren, eins ist raus? Ja, der hat sich abgeschossen. Oh mein Gott. Vor allem, ich sage, der Nissan wird genau, Erik, Ausrufezeichen Setup, ja, also für die Leute, die eventuell... Nee, Ausrufezeichen Sieg und Ausrufezeichen Setup für die Leute, die sich ein bisschen fragen, wie das hier läuft. Ich habe das alles mal ein bisschen aufgeschlüsselt für euch, da könnt ihr euch das gerne ansehen. Also auch die Sim-Racing-Hardware und generell die Hardware, die zum Stream benutzt wird. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Freut mich. Hier braucht ihr keine Daumen drücken oder sowas. Das gibt's hier nicht wie bei YouTube, falls ihr von YouTube kommt. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß. Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, Leute. Ich beantworte euch das sehr, sehr gerne. Ja, habt Spaß hier. Fühlt euch wie zu Hause. Oh, der arme Nissan, Junge. Ja, ich sag ja, das ist maximal bitter, wenn du hier vorne wegfährst, eigentlich richtig starkes Rennen, keiner kann dir folgen und dann schmeißt du dich an einer von 5, 6 Kurven oder so. Gefühl 2. Schmeißt du dich raus. War der Rittersport Nissan? Ah, okay. Also es war nicht der abgefahren, es war der Rittersport. Hi, Harley Racing. Glück gehabt. Weil ich dachte schon, das Live-Timing ändert sich aber lange nicht, weil die hier immer noch safe vorne sind, ne? Ja, die sind vorne sehr, sehr weit weg gewesen. Also die haben schon, In Tunesien am besten ist da mal eine neue Tastatur kaufen, weil, die G15, nee, die sind immer noch 5 Sekunden. Ist ja schon älter als manche Zuschauer 15, hier. 15, das glaube ich. Ich habe das Spiel nicht groß. Auch, die G15. Beat, was meinst du mit erstes 24-Stunden-Rennen für ein neues Mischpult? Wenn du wirklich Gamer bist, in Richtung mechanische Tastatur zu gehen. Der Link zum Tablet-Halter hast du nirgendwo drin. Ich glaube, den habe ich nicht dazu gemacht. Nee, aber den kann ich, wenn du mich dran erinnerst, Kostheber, kann ich das irgendwann gerne da mal hinmachen. Ich spiele mir die kompletten 24 Stunden, ja. Das ist eine witzige Anekdote. 149 Euro damals bezahlt. Das ist eine witzige Anekdote. Ich habe am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, also ich muss dazu sagen, ich bin ja dazu gekommen und ich habe das irgendwie so verstanden, dass wir alle irgendwie das übertragen und live sind und dabei, es streamt wohl jeder aktuell nur... Aktuell ein bisschen ruhig hier, Michel, souverän wie immer. Also die, ich war so in Andacht, dass jeder seine Stint streamt und dann gibt's diesen Kamerawagen und ich habe das am Anfang gar nicht so gecheckt bis heute, weil wir da gar nicht so verbal uns ausgetauscht haben. Ich habe halt gedacht, wir sind alle 24 Stunden live. Und jetzt habe ich heute erfahren, dass das eigentlich gar nicht so der Plan war. Und ich das aber so angekündigt hatte und mir jetzt irgendwie Gedanken machen musste, wie ich das für euch auf die Kette kriege, weil wir ja zwischendurch nochmal Fahrerwechsel haben und ich muss ja nachts auch irgendwie nochmal schlafen. Und ich werde jetzt quasi die ganzen, bis ich nachts schlafen gehe, werde ich alles übertragen und da sein. Dann mache ich den offiziellen Stream an, dann könnt ihr quasi da den Restream gucken für 5 Stunden sozusagen hier auf dem Kanal. Und dann werde ich den Rest, wenn ich wieder da bin, zeige ich euch dann wieder aus unserer Perspektive. Irgendwie so kriegen wir das hin, damit wir das für euch gestalten können, sozusagen. Aber ja, ich versuche 24 Stunden live zu sein. Weil ich wollte das auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte für mich selber den Anspruch, da es mein allererstes 24-Stunden-Rennen ist, das unbedingt in der Datei zu haben, als schöne Erinnerung, weil... Das sind immer die ersten Male und dann ist man so ein bisschen buschelig und gehypt und ich bin super gehypt da drauf. Und ich will das unbedingt auf Band. Rai können, das ist so. Richtig? Liegt ja. Wer ist das eigentlich, weißt du? Das ist die gleiche Person praktisch. Er zieht sich halt immer eine Maske auf und dann streamt er. Nee. Der gleiche Person sind wir nicht. Nicht? Nee. Also mit dem G15 war schon legendär. Deutschen
Wer macht Stinks da, laufe ich nicht rum. So emotional wie Kimi ist Ray halt einfach auch nicht, ne? Also. Was mit dem Wer macht? Was hat denn drei können? Kimi hat Mitte? So Merch rausgebracht dieses Jahr. Auch unter anderem Corona-Masken. Und der, das sieht halt aus wie so eine deutsche. Ja, so wie halt aus dem. Okay, Reich, wie so. Die Wehrmacht, okay. Ja, so, ja. Wer macht denn sowas? Ja. Oh, Dugi. Dugi, was hast du eigentlich auf Toilette gemacht? Hast du nochmal, du weißt, dass. Kurz gegoogelt, ein paar Witze. Ach so. Aber du aber weißt, dass dreimal abschütteln weißt Bescheid. Die Regel kennst du, ja? Ich mach einfach fünfmal, dann bin ich fertig. Also, das ist schon okay. Okay, gut. Dauert nicht lange. Hände gewaschen? Ja. Gut. Mit dem. Mit Wasser. Ja, Michel ist in der Box. Gab's ein Problem? Boxenstopp macht er. Ja, Boxenstopp. Nö, es hat sich irgendein Nissan hat sich mal abgeworfen. Scheiße. Denk mal, wir gehen jetzt in die Box, ne? Wir sind's nicht. Das heißt, in circa einer Runde ist der gute Dizzy am Lenkrad. Nee. Und dreht das Lenkrad, bis er Dizzy ist. In einer Stunde, meinst du? In der Stunde. Hab ich doch gesagt. Nee, du hast in der Runde gesagt. Alter, Duki, ich hab mir gerade schon. Duki, mein Herz ging gerade. Ich hab Stunde gesagt, entschuldige. Nein, du hast Runde gesagt und ich schon wieder. Scheiße, hab ich was verpennt, ey? Oh, du Arsch, ey. In der Runde ist geil, weißt du? Mir gefällt jetzt in die Box, fährt eine Runde und dann darf. Der tankt jetzt 3 Liter rein und dann. Dann fährt er eine Runde, dann Fahrerwechsel. Oh, ey, Duki, ohne Scheiß, ich hab schon Herzkasper gespielt. Blöde Sau, ey. Oh. Cola-Mix trinkt er also, ja? Trink Wasser, das ist besser. Was hast du denn für ein Eis, wird hier gefragt, Dre? Erdbeerhörnchen. Erdbeerhörnchen, der feine Herr. Ganz so natürlich wieder abgegeben. Scheiße, ich hab mir nicht mal eine Vanillemilli geholt. Alter. Eigentlich wollte ich noch anstoßen mit Dugi heute. Fuck, ich hab tatsächlich Runde gesagt, Entschuldigung. Ja, natürlich hast du Runde gesagt, du Arsch. Hast du jetzt echt geschaut? Nee, wir haben uns heimlich abgesprochen, Duki, um dich zu verarschen. Nein, wir haben gesagt, wenn du jemals Stunde sagst, sagen wir, dass du Runde gesagt hast. Es kann ja auch sein, dass es durch Teamspeak mal ein bisschen falsch rüberkommt. Na klar, der Codec war scheiße. Natürlich. Teamspeak, das Edelprogramm, da geht nix verloren. Das Edelprogramm, sag mal, ja. Mhm. Ja, das gibt doch immer noch diesen. Ich habe eine ganze Zeit lang Counter-Strike gespielt. Also, ich wusste es nicht mal, aber es gibt ja anscheinend diesen Discord-Teamspeak-Krieg, was jetzt besser sei, bla, blub. Ja, den gibt es. Aber ich finde es eigentlich voll unnötig, weil Discord ist halt so zum Schreiben und so Zeug geil und zum Sprechen nimmst du Teamspeak, weil da ist Teamspeak geil. Punkt. Die mal auf LAN waren. Punkt. Aha. Ja. Also ich finde Discord furchtbar. Sobald mehr als 3 Leute sprechen, ist fertig. Ja, es ist schon nicht so geil. Also ich muss... Teamspeak hat Probleme. Halt's Maul, du. Deswegen, Kevin. Aber ist schon okay. Nice try. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, Duki, dass hier auf der Strecke keiner Kontakt mit Keith Richards machen kann? Ich hab schon trinken. Nee, tatsächlich. Keys gibt, oder was? Du hattest doch beim letzten 24-Stunden-Event hier ständig den Aufwand, dass ja alle vom Team mal einen Kontakt mit Keith Richards machen. Das und sich mal nur ins Keys-Bett schlafen legen oder so, ja. Oh, okay. Aber dafür kann man auf dieser Strecke gut rasen. Also eine sehr gute Rennstrecke. Ja, ist auch eine Menge Rasen vorhanden, also da kann man schon schön pflügen. Witz erkannt und wiederholt. HC Dizzy. Ja, Entschuldigung, ich muss mich erstmal so ein bisschen auf deinem Niveau einpendeln. Ja, ist vollkommen okay. Ja, dauert einen kleinen Moment. Da oben muss man erstmal hinkommen, ich verstehe das schon. Stehst du gerade auf dem Kopf, oder was? Ja, wurde reingemeldet, der 2000. Wieso, muss ich eine 6 zu einer 9 machen, oder? Ja, dann... Ja, genau. Ich werde, glaube ich, gleich mal kurz auf dem Warm-Up-Server und mich mal kurz warm fahren. Ach, hast ja noch eine Runde Zeit. Das war keine Waschbären. Was erzählt ihr für wirres Zeug? Gott. Ich glaube, 294 sollten wir mit dem R8 bekommen. Ja, die Nervosität kommt langsam.
Ja, Kiwinik, so ist es. Ich bin halt ein richtiger Eis-Junkie. Sind Dugi und Dizzy etwa Hannoveraner? Nee, ich habe mit Hannover nichts zu tun. Und ich habe mit Dizzy nichts zu tun, also. Kann ich verstehen. Scheiß abgehobener DTM-YouTuber. Nee, ich bin tatsächlich Münsterländer. Münsterländer. Münsterländer, wie der Hund. Hatten wir es da nicht schon mal davon, dass in Münsterland irgendwie nichts ist, oder war das was anderes? Ja, auch Münster halt, ne, aber sonst. Okay. Cool. Aber so wie Dizzy manchmal drauf ist, könnte man meinen, der kommt aus dem Sauerland. Gott, jetzt wird's richtig schlecht. Ich bin auch irgendwie müde, ich bin gar nicht gut drauf heute. Ich muss mich auf jeden Fall gleich auch warm fahren. Ja, das ist, jetzt wird's echt richtig schlecht. Ah ja, Sauerland, also. Okay. Wegen Sauer jetzt, ne? Aber Sauer, nee. Sauer macht lustig. Wegen Land, Dizzy. Wegen Land. Oh, ich habe mir heute noch nicht in die Hose gekackt, also so schlimm war noch nicht. Du willst ja auch in deinen Onesie kacken, also. Ja, ey, ganz ehrlich, du hast fünf, ganz ehrlich, ich würde reinballern, wenn's sein muss. Die Wäscheregel. Okay. Was würde das bedingen, dass es sein muss? Also was muss passieren? Also zum Beispiel, wenn es richtig kalt ist draußen, kann man sich schon mal, kann man schon mal reinscheißen. Die Eigenwärme quasi als Heizung, ja. Ja. Finde ich gut. Ja, also in so einem Survival-Szenario wäre das, glaube ich, eine Möglichkeit. Hört man mich eigentlich abschmatzen die ganze Zeit, oder? Nee, gar nicht. Okay, wird doch abgeschmatzt, wird er da. Nee, gerade echt nicht. Vielleicht überträgt es aber halt auch Discord nicht und Discord, Teamspeak nicht. Und du schmatzt halt im Stream voll ab. Ja, im Stream glaube ich nämlich schon, da schlägt es nämlich die ganze Zeit aus, ey. Da mute ich mich da mal. Ray streamt heute aus dem Schweinestall. Sind wir auf Platz 6 aktuell, ja, wa? Ja. Cool. Du fährst nach mir, ne? Das ist korrekt. Ja, dann kannst du nachher auf jeden Fall von 13 erstmal wieder runterfahren. Das ist ja jetzt das weißt du noch nicht, weil du nicht so viele lange Rennen gefahren bist. Das gleicht sich natürlich gleich wieder aus, die Boxenstops, beziehungsweise die Stints dauern ja alle unterschiedlich lange bei den unterschiedlichen Teams. Je nachdem, wie da die Planung aussieht. Deswegen ist Platz 6 jetzt ein bisschen schön gerechnet. Danke, dass du mir das jetzt nochmal erklärt hast. Ja, auch für deine Zuschauer. Die wissen das ja auch nicht, ne? Das stimmt, da hast du recht. Doch, Tuki, da möchte ich mich nochmal für diesen außerordentlich frechen Witz entschuldigen. Dankeschön. Ist okay. Aber nett von dir. Du bist entschuldigt. Schön. Ich habe auch eine AU. Also jetzt gehen. Ja, genau. Ach, ich darf gehen? Cool. Ja, Julian, ich bin halt faster than light. Cool. Ich finde das so irritierend, dass er seine Hände im Auto anhat. Warum? Ja, machst du Lenkrad immer ohne Hände oder machst du Lenkrad auch aus? Ich mach Lenkrad aus. Ja. Ich habe ja eins vor mir. Aber ich fahre halt einen Wheel. Und das ist sehr unangenehm, weil ich kann nie in der Mitte die Dings sehen. Die Anzeige, so, weil der Bogen immer rum drüber ist. Deswegen fahre ich auch lieber mit dem Formelaufsatz. Tatsächlich. Weil das ist echt ein Problem. Ja, das Problem bei mir ist halt, ich habe eine Schulterbreite, die ungefähr einer Tür entspricht. Und wenn du mir so ein 27er Lenkrad gibst, dann fühle ich mich wie Arnold Schwarzenegger, weil ich halt irgendwie App gefühlt 8 Stunden meine Brustmuskeln anspanne. Dazu musst du dann auf den VRL24. Man muss dazu aber auch erwähnen, er meint natürlich eine Tür, die man seitwärts hinlegt. Ne? Also quasi die Länge einer Tür. Nee, ich meine. So eine Katzenklappe meinst du? Nee, ich meine schon so eine richtige 80er-Tür. Der Michel, da sticht er wieder rein. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, um das nochmal zu ergänzen bezüglich, was Duki gemeint hat. Es gibt ja Pflichtboxenstops, die ein bisschen länger gehen, also die auf 180 Sekunden gesetzt sind. Die nutzt man meistens für den Fahrerwechsel, weil man ja, wie schon erklärt, beim Fahrerwechsel hier in AC ja wirklich vom Server gehen muss, also disconnecten muss und der nächste wieder connecten muss. Das dauert seine Zeit. Deswegen macht man das in der Zeit dieser 180 Sekunden Pflichtboxenstops. Da Michael jetzt einen Triple-Stint fährt und das nicht unbedingt so super typisch ist,
haben wir natürlich dadurch jetzt auch das ein oder andere Team überholt, die jetzt halt nach ihrem regulären Doppelstint, wie man es normalerweise macht, jetzt halt schon ihren Pflichtboxenstopp haben. Das heißt, die haben halt schon mal 180 Sekunden drauf, die wir jetzt so gesehen mehr oder weniger halt jetzt nicht haben. Und genau, that's it. Nice! Ja gut, also wie gesagt, es ist schon schwer, hier Evil Labs zu sammeln. Ja, Zaubererde, keine Ahnung, was mit dem Lumi-Rank ist. Irgendwas wurde da umgestellt, was irgendwie jetzt so super geil sein soll, aber ich sehe jetzt gar nichts mehr im Lumi-Rank. Also, aber das ging gestern auch schon nicht. Also, es geht nur bei den GT4s irgendwie. Keine Ahnung, was da... Tipp an dich, Dizzy von Cabby Cap aus dem Pixel-Handchat. Lass doch ein Buslenkrad benutzen. Ich habe eine gute Idee zum Simmel. Ja, habe ich auch schon mal überlegt, so ein Knauf, weißt du, so ein Drehknauf für die 90 Grad. Das wäre schon geil, ja. Das wäre cool. Oder du kannst ein Steuerrad vom Simmel. Aber dann musst du das Lenkrad auch so ein bisschen nach unten abdrehen, dass du wirklich von oben so das Lenkrad dran fasst, ne? Also die Base muss nach unten abgekippt werden, dass du das Lenkrad dann so richtig kurbeln kannst. Und dann aber auch so richtig schön breitbeinig fahren dann immer, weil du zwischen den Beinen so die definitiv in einen Schniedel vorbeiziehen musst. Und du brauchst natürlich noch den Meterschalthebel, denn wo bumm, hab ich sogar. Ich hab die Handbremse hab ich so hoch. Aber das ist echt nicht witzig, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist nicht witzig, ein verschissenes Lenkrad zu finden. Also ich könnte jetzt entspannt was, so über 30 Zentimeter Durchmesser. Das ist echt nicht kompliziert. Da bin ich schon dran verzweifelt. Ich hab nicht mal einen Lüfter an, ich schwitze nicht mal. Ja, von Fanatec gibt es dieses Holzlenkrad. Kennst du das? Das hat doch 32 oder sogar 34. Ja, aber ist das... Da sind halt null Knöpfe dran. Ist das der GT3? Nee, ist es nicht. Nee, natürlich nicht. Ja, siehst du, ich brauche... Technik ist das. Ja, von denen gibt es das doch auch, von Thrustmaster, oder? Die haben doch auch so ein Holzlenkrad, so ein Ferrari-Holzlenkrad. Die sind übelst teuer auch noch, die Dinger. Ja. Ich weiß, was du meinst. Man fühlt sich manchmal wie mit so einem, weiß nicht, früher so ein Golf 2 getuned mit so einem 26er Momo-Lenkrad. Wo du dreimal rumdrehen musst, bis du um die Kurve fahren kannst. Ja. Großes Lenkrad ist perfekt für ETS, ja. Oh, es sind gerade die, ich denke gerade, es wurde gerade heller. Es sind gerade die, ja, die Lampen. Stadionlichter angegangen. Ja. Beste ist immer noch Five Pool Day mit der Glock und Burst. Ich glaube, ich werde jetzt mal langsam mich warm fahren gehen. Gute Zeit. Tu das. Wo jetzt die Lichter angegangen, habt ihr gesehen? Ach stimmt, Duki, du fährst ja einen Triple Stint nachher, ne? Nach DC. Ja, ihr fahrt alle Triple Stint, außer ich. Alter, wie auf die scheiß Idee kam. Ja, die haben extra einen Triple Stint hingelegt, dass du einen Einzelstint hinlegen kannst. Nee. So war das nicht. Nee, die Besprechung war, der Assi fährt sowieso so scheiße langsam, der braucht keinen Triple Stint. Nee, tatsächlich war das gar nicht. Nee, wirklich nicht. Oder ich glaub's nicht, oder? Oder war das der Grund? Irgendeinen Grund gab's. Ich glaube, es war eher... Es ging ja gefühlt gestern eh nur um den Waschbär. Um den Waschbär, das ist korrekt, ja. Das ist dann irgendwie so unter den Tisch gefallen. Es waren 30 Minuten Stintplanung und 29 davon waren Waschbär. Meinst du eher anderthalb Stunden Stintplanung und... Ich weiß nicht, eine Stunde 20 Minuten Waschbär. Da. Ja, der MP4 ist natürlich jetzt nicht... Doppelstint macht die Blase nicht mit, danke Chat. Also, wenn ihr jetzt noch das Rennen gucken wollt, ihr bezaubernden Menschen, dann schaut doch bitte bei Ray von den Pixelhelden vorbei, Ausrufezeichen Daytona, weil ich gehe mich jetzt warm fahren, das könnt ihr euch natürlich auch angucken, aber ich gehe jetzt mal kurz ein, zwei Runden drehen hier und fahre mich mal heiß hier. Heiß, damit ich nämlich meinen Doppelstint, in dem ich übrigens nicht reden werde, also gar nicht, ich mache nicht den Michel, weil... Das macht keiner von uns, keine Sorge. Echt nicht? Nee. So wie Michel labert keiner beim Fahren, ne. Ja, Maga, der ist ja, weiß ich nicht, was der da veranstaltet für eine Nummer, aber puh. Ja, wenn er sich mal konzentrieren würde, wäre er mal ein bisschen schneller, glaube ich. Ja, das müsste man ihm einfach mal reinwispern. Ja, ja, eben. Dann wäre er ganz dann vorne. Dann hätte nämlich das Quali auch geklappt bestimmt, wenn er mal ein bisschen sich konzentriert. Ja. Ja, er hat ja gestern eine übelste Scheiße abgeliefert im Quali. Der Arme.
Kleiner, war alles cool, aber er hat sich halt übelst selbst gegeißelt die ganze Zeit. Ja. Der arme Michel, Mann. Ach, so arm ist er nicht. Der ist morgen ein Waschbär. So arm kann er nicht sein, wenn er schon... So schlecht ist er jetzt auch nicht gefahren. Dafür reißt er hier jetzt ganz gut runter. Natürlich ist er nicht schlecht gefahren, das hat er ja selber so gesagt. Naja, also es hätte schon besser sein können. Das war ja direkt die Aussage von Duki, so, mach dir keine Vorwürfe von uns, wäre keiner besser gefahren. Na doch, also ich wäre besser gefahren, aber ich war ja nicht da gestern. Das sehen wir jetzt dann gleich. Oh, ja, ich wäre nur gestern besser gefahren. Ich hatte gestern einen guten Tag. Oh, hier sind aber viele Leute am Fahren. Auf dem Server. Und es ist Nacht, sehr gut. Mal Licht anmachen hier. Ja, die Warm-Up-Server sollten eigentlich genau die Uhrzeit haben wie der Rennserver immer. Ja, ich bin jetzt auf dem Nachtserver drauf, weil ich fahre ja auch nachts. Ja, das geht jetzt auch nicht mehr lang, dann ist... Dann ist Nightona! Session ja, Pinky ist echt so. Eigentlich gehört es echt live gestreamt. Das ist bei uns echt immer wieder ein Highlight. Was denn? Unsere Stintplanung. Die können nie so mal schön 15 Minuten zack, 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 zack. Nee, es ist immer irgendwas. Aber gut. Gardi hat eine Drive-Thru. Oh, so. Ja, Robert, so ist es. Früher war der Fuchsschwanz an der Antenne, heute ist es der Waschbär am Kühlergrill. Nee, im Magen. Ja, 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 danach dann. Der wird erst gegrillt und dann... Aber auf dem... Ah, der wird mit Motorwärme gegrillt. Naja... Weißt du nicht, wie das ist bei Michel, dass wir da jeden zweiten Tag irgendwas, ein anderes Tier essen, also irgendwie... Jeden zweiten. Also entweder ist er wirklich so... so exquisit unterwegs, dass er sich das so gönnen kann, oder die nehmen halt, was halt kommt, ne? Was da halt so gerade im Garten rumfleucht und kreucht. Ein Gardi. Ein Gardi, genau. Ein Gardi. Ja, die Leute machen sich schon selber hier. Ich glaube, wir supporten zu wenig die Starlet. Die Leute haben verdursten hier heute für. Der Garten hat aber auch noch einen Anschluss direkt an Zoo, ne? Boah, fang doch an zu gähnen, ey. Soll ich mal schon liegen? Ey, du Schweine, ey. Was ist denn los hier? Mann! Ich bin aber auch gerade so voll in einem Nachmittags-Abends-Down irgendwie. Ja, ist echt so. Ich bin gerade übelst warm. Du wolltest ja auch nicht heiß fahren, das ist doch perfekt. Dann ist es die Vorstufe von heiß. Aber ich hab gerade richtig Bock. Und irgendwie fahre ich heute auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, perfekt. Für meine Verhältnisse. Die 1,44er Zeiten sind da. Na, jetzt übertreiben wir mal nicht. Okay. Die schaffst du auch, mindestens. Nee. Ich schaff nicht mal mich. Jedes Team vor uns hat es geschafft, eine 1,44er Zeit zu fahren. Nur Michel nicht. Die sind jetzt auch nicht vorhin, nur Michel nicht. Nur die Sau, ey. Gar nichts. Boah, ich bin froh, wenn ich überhaupt 45er Zeiten schaffen werde, ehrlich gesagt. Ich glaube da nicht so ganz dran bei mir. Also bei mir werden es eher so die 46er sein. Deine Field-of-View-Einstellungen hauen aber auch ganz schön raus, wa? Meine? Ja. Ja, ich habe jetzt nicht großartig was eingestellt, glaube ich. 180 Grad Rundumsicht. Ja. Hast du einen Überblick? Spaß in den virtuellen Rückspielen. Geht das überhaupt so krass, das Field-of-View? Ich weiß nicht. Und nie ausprobiert, das Maximum auszureizen, ehrlich gesagt. Wie soll denn das aussehen?
keine Ahnung, das musst doch du wissen. Du hast so früher deine DTM-Videos mit so viel Filofil gefahren. Ja, aber du kannst ja nicht nach hinten gucken. So groß kannst du das Filofil gar nicht machen. Ja, doch. Warum soll denn das nicht gehen? Ja, wie soll das dann aussehen? Ja, extrem verzerrt natürlich. Aber das ist nicht, also rein technisch geht's auf jeden Fall. Also zumindest mal, dass du dann am linken Rand und am rechten Rand quasi, wenn es genau 180 sind, müsste das ja dann das hintere sein, verstehst? Oh, schön reingebaut. Weil bei Field of View erhöht sich ja der Winkel. Richtig. Wenn du den Winkel immer mehr erhöhst, dann irgendwann kippt er halt nach hinten ab. Also das muss ja auf jeden Fall gehen. Ja, aber bei 180 Grad siehst du ja nun mal rechts und links das Auto. Also du bist ja trotzdem nicht noch nicht hinten. Bei 180 Grad siehst du ja trotzdem noch, dann siehst du ja vielleicht die Ausspiegel und da ein bisschen weiter, 360, aber du guckst ja trotzdem nicht nach hinten. Ja, okay, Entschuldigung, 360, ich hab's verwechselt, mein Gott, ey, nagel mich doch nicht gleich so fest. Du meinst natürlich 180 Grad nach rechts und nach links. Ja, natürlich. Oh. Entschuldigung, hab ich falsch verstanden. Ja, ich denke auch. Prost, Matthias. Hashtag Starlet. Ja, bei P5 ist jetzt nicht der aktuelle Boxenstopp bereinigte Platz. Aber ja, so ist das. Jetzt hört doch mal auf, den Dizzy abzulenken. Ihr könnt doch nicht mit 71 Leuten hier reinraiden, norddeutscher Junge. Der norddeutsche Junge! Was Unreal, ja, sehr Scheiße. Gern. Ja, wieso kann ich diese für Eis, Bahn für Eis immer. Ein paar Mal F9 drücken, dann geht die aus. Nee, ich will ja die oben verschieben in der Mitte. Oh, ich gehe aber, glaube ich, nachher auch noch schnell zu einem. Da musst du oben rechts diese Stecknadel drücken. Dadurch lockt sich diese Anzeige, beziehungsweise entlockt sie sich. Ja, ich hab's gerade gesehen. Mhm. Hä, warum schiebt er sie immer wieder zurück? Ist der nicht ganz knisper? Bist du verwirrt? Hallo? Ich kann die halt nicht verschieben, der schiebt sich immer wieder in die Mitte. Okay. Okay. Jetzt mal ein bisschen tiefer, nur mal zum Testen. Vielleicht kollidiert ihr oben links mit dieser Anzeige? Nein. Das könnte vielleicht sein, dass er mit der Dings kollidiert. Mit dem Radar. Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich musstet ihr heute viel zu wenig schon trinken, glaube ich, oder? Oder fühlt ihr euch gut? Deswegen bin ich vielleicht auch so müde. Ja, das kommt ja erst abends dann, weißt du? Abends ist dann... So, die Barzeit. Aber ich muss aber echt sagen, ich bin gerade auch echt so ein bisschen dösig, so. Weil ich halt noch echt lang nicht fahren muss, so. Ich habe überhaupt noch keinen Drang dazu, irgendwie zu viel Energie zu verballern. Weißt du, so ein Powernap nochmal vorher wäre vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht muss der Rampy doch nochmal eine Stunde früher an. Nachdem er sowieso schon eine Stunde früher muss als ursprünglich geplant. Ich überlege gerade, wie ich meinen Puff eingestellt habe. Da fummelst du jetzt bitte nicht dran rum. Ah, ich liebe das, an den Rennen nochmal schnell Soll installieren und das ist ja immer, das ist immer geil. Nochmal Lenkrad Einstellung umstellen. Danke, Basti, für dein Raid. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal kurz rein, was das für ein Puff ist. Bananeneis aktuell, ja, also lieben gern, aber aktuell, glaube ich, ist es jetzt noch nicht so unglaublich, finde ich jetzt wichtig, weil das Feld immer noch, also es klingt jetzt da blöd, da schon 2,5 Stunden gefahren wurden, aber das Feld ist ja immer noch nicht so richtig verteilt, sage ich jetzt mal, und deswegen ist jetzt das auch noch gar nicht so, finde ich, entscheidend, wo holen wir auf, wo verlieren wir, deswegen lege ich da jetzt persönlich aber noch jetzt überhaupt gar keinen Fokus, aber wenn es dich persönlich extrem interessiert, geh einfach mal aufs Lifetiming, da hast du alle Zeiten zu allen Teams und ja, oder guck einfach links in der Zeitentabelle, die da sind, da siehst du ja die Abstände zueinander, da siehst du ja auch, ob die Zeiten entsprechend größer oder kleiner werden. Dizzy, du kannst aber, übrigens auch auf der Strecke, wenn du Steuerung gedrückt hältst und auf dem Numpad Plus und Minus drückst, kannst du das Field of View anpassen und dann siehst du auch automatisch den Wert da oben. Ah, okay. Ja, steht bei 40 bei mir. Also ist eigentlich relativ normal. Was? Krass. Ich hab 50, das ist ja viel mehr. Du hast mehr. Guck mal bei Dizzy in Stream, ey. Da denkst du, der macht Warp-Geschwindigkeit.
Naja, Bagger, wenn du mit 28er FOV für einen Stream fährst, dann denken die Leute immer, sag mal, fährst du hier Rollator-Liga oder was machst du da? Du musst ja nicht gleich in die Extreme gehen. Wieso 40? Also normalerweise, wenn ich hab's ausgerechnet, 36 wäre mein richtiger FOV. Mhm. Und ich habe halt 4 draufgepackt. Also ist ja okay eigentlich so. Ja, aber es sieht halt voll krass aus. Also mich wundert, dass das mit den Einstellungen bei dir so aussieht. Uno Sekundo, ich bin gleich auf deinem Stream. Aber es wirkt natürlich schön schnell, da hast du natürlich recht. Weil bei mir fragen nämlich die Zuschauer oft mal, hä, da steht 200 km/h, aber sieht aus wie 20. Ja, aber trotzdem würde ich gerne die hässliche Leiste verschieben hier. Hast du irgendwie so Triple Screen oder so aktiviert oder irgendwie sowas? Ich? Nö. Ja, weil dein Menü halt auch in der Mitte ist. Ja, das habe ich so hingepackt. Ach so. Ah, jetzt ist die Leiste auch endlich in der Mitte hier. Nice. Ne, das sieht schon echt abgespaced aus, ja. Was habt ihr gesagt? Steuerung plus und minus, ne? Ja. Ja. Ey, aber wie gesagt, wenn du dran gewöhnt hast und du so die Zeit fährst, glaube ich, das voll Field of View ist okay, aber es ist irgendwie verzerrt. Also es ist nicht das Field of View, was das so auslöst, sondern ich glaube, da ist irgend so eine Verzerrung oder so. Ja, aber guck doch mal, da sieht doch links die halbe Tür. Ja, aber nee, das Krasse ist, wenn du mal bei mir guckst in den Trainingsstreams oder so, ich sitze ungefähr in derselben Position wie er, ich sehe auch ungefähr auch eben so ein bisschen den Spiegel rechts und ich sehe auch so ein bisschen aus der Tür neben der A-Säule raus. Mhm. Aber bei mir sieht es nicht so verzerrt aus. So. Also keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es sieht schon krass aus. Und krasse Warp-Action. Ich habe mich damit eingefahren. Ich finde das gut. Ja, eben. Solange ich sage, das ist ja alles nur eine Frage der Gewöhnung. Deswegen würde ich auch jetzt voll dagegen raten, das irgendwie umzustellen. Ich stelle das auch nicht um. Ja, sehr gut. Ich will endlich mal ein Spiel spielen und schnell fahren, weißt du? Auch wenn ich nicht schnell fahre. Das ist wenigstens schnell aussehen. So sieht's aus. Der Robin, das muss dir Duki beantworten. Der macht also Spielereien. Das ist der gleiche Knopf, der Robin. Also normalerweise müsst ihr dann Countdown starten, dass du in 3 Sekunden die Steuerung wieder übernehmen kannst oder sowas. Steuerung C ist das dann, glaube ich, dann aktivierst du die KI und deaktivierst die dann auch wieder. Was anderes wäre mir nicht bekannt. Das sind nicht alle, tatsächlich. Ja, da fehlt noch was, Schrilliges, ne? Was Schrilliges und was Rotes fehlt da noch. Ja, tatsächlich. Übrigens, schöne Grüße an alle Stream-Zuschauer. Starlet. Danke, Gruß zurück. Ja, Sebastian, vielen Dank. Die Grüße gehen direkt weiter an den guten Frank Murphy. Der hat das Design gemacht, wie immer, für uns. Nico, findest du alles in der Livestream-Beschreibung, in der Stream-Übersicht. Aber einfach mal nach hc-easy, also D-I-Z-E-E, genau. Falls ihr euch übrigens wundert, warum wir doch vielleicht tendenziell ein bisschen langsamer erscheinen mit unseren Rundzeiten, wir fahren aufgrund des Autonamens alle mit Stilettos. Und dementsprechend ist es etwas ungewohnt, damit die Pedale zu bedienen. So, deswegen schmerzt es so auf Dauer. Oh. Du fährst doch immer damit, Duki, oder? Ja, ja. Sven, ich bin ja auch immer langsam. Also, Sven, das erkläre ich doch in dem Video. Ich habe doch ein Infovideo rausgehauen heute um 12. Da sage ich das doch. Oder willst du jetzt die extrem detaillierte Technikanalyse von mir abhören? Es ist gerade so eine schöne Stimmung, es ist noch so ein bisschen Abenddämmerung, ist noch ein bisschen hell, die Flutlichtanlage macht ausreichend Licht, dass es auch so generell hell ist. Weil später wäre das hier richtig zappenduster, sage ich euch. Sachen duster wird's. Ja,
Denn ich weiß ja nicht, ob ihr das schon wusstet, aber in Daytona, also beim echten 24-Stunden-Rennen Daytona, und das ist hier bei dieser Mod genauso, um diesen Nachteffekt trotzdem beizubehalten, wird die Flutlichtanlage nur auf ungefähr 30% ihrer Leistung geschaltet. Und damit bleibt trotzdem dieser Dämmereffekt. Und es durchaus auch sinnig ist, mit Licht zu fahren. Also es wird nicht so wie jetzt in Formel 1 Abu Dhabi hier volle Hütte ausgeleuchtet, sondern es soll nur so ein bisschen sein. Das ist hier in der Mod auch so. Ja, aber das ist ja alles dasselbe Team-Gedanke, wie auch immer. Deswegen ist die Red Sonja und die Wilde Hilde genauso. Ne? Wild Hound. Die Wilde Hilde, das war der Lambo, ne? Ja. Oder die Bekannte von dem einen alten Mann beim Friseur. Alter, das war auch so eine Story, ey. Da musste ich mir aber das Lachen hart verkneifen. Würdest du gerne mal bei einem Formula Student Team vorbeischauen wollen? Ja, warum nicht? Also interessant finde ich es allemal. Die Rote Hilde? Nee. Die Wilde Hilde und die Red Sonja gab es. Die Red Sonja war das erste, war unser erstes Baby. Der Porsche, der über die Nordschleife, das war Le Mans, ne? Nee, Le Mans war das. Das war auch so ein Chaos drin. Blue Screens, Disconnects, CPU Warning. Also da waren wir auch gar nichts verschont, ey. Aber wir wurden nicht. Da war alles dabei. Das war unser Ziel. Oh. Ich möchte 2 Stunden länger fahren. Ja, gut. Von mir aus kann auch durchfahren. Stimmbegrenzung gibt's ja nicht, ne? Doch, es gibt eine Fahrzeitlimit. Okay. Ein Stück. Ich glaube 140 Runden, mehr darfst du nicht. Aber da ist er ja noch weit von entfernt. Ne, wir hatten Red Sonja, wir hatten die Wilde Hilde, wir hatten die volle Lotte, wir hatten die natürlich die schrille Sibylle, natürlich. Wir hatten die Ringe Inge, darf man nicht vergessen. Ist die Ringe Inge? Die kenne ich nicht. Die Ringinge war die schrille Sibylle. Ich hätte sie umbenannt. Okay, also die Toxic Tina kenne ich noch. Die war genau, die Toxic Tina gab es noch. Dann gab es noch die süße Susanne, klar. Dann jetzt halt hier das Starlet. Und dann gab es noch, dürfen wir hier nicht unterschlagen, und zwar die Vicious Vicky, unser Bentley in ACC. Stimmt. Da hat nämlich Frank ja auch einen richtig geilen Skin mit diesem Känguru und so gemacht. Louis, ja und nein. Also das Rennen geht 24 Stunden und wir übertragen das auf 24 Stunden. Allerdings ist nicht konkret dieser Stream. Wir werden immer so ein bisschen hin und her schalten. Aber dafür gibt es eine Streamübersicht. Und da siehst du dann entsprechend alles weitere. Ja. Volle Lotte habe ich gesagt, glaube ich, oder? Oder habe ich die unterschlagen? Ja, hast du gesagt. Ja. Mein Hase heißt Wilde Hilde, ja. Das ist ein guter Hase, würde ich sagen. Aber nimm dich vor Michel in Acht, der isst gern. Hasen. Hasen. Nee, der isst eigentlich alles. Egal, was für Haustiere ihr habt, Michel isst es. Das ist, das ist gefährlich, der Typ. Echt krass, ey. Jetzt langsam. Seh, wie die Sonne da so untergeht im Spiel und dann puh. Alter, Verwalter. Der Michel, da drückt er den AMG GT4 einfach mal in Off-Track rein.
Auch Spinnen? Ja, der ist bestimmt auch Spinnen. Kannst ihn nachher ja mal fragen. Michel ist so ein Allesfresser. Die werden im Öl frittiert und dann abmachen. Linda. Proteine pur. Genau, Michel ist alles, was ihm vors Auto läuft. Ja klar, das ist halt kein Umweltverschwender, ne? Gratis essen, was ist nachhaltig, ja. Das verstärkt er halt unter Drive-In, ne? Ich hab gefunden, dass Duke im 19:30 auf YouTube streamt. Ja, das glaube ich. Also das glaube ich erst, wenn's soweit ist. Also das ist kann ich mir nicht vorstellen. Wer ist eigentlich dieser Duke? Keine Ahnung, ich kenne nur den Abgefahrkanal. Ist das nicht dieser Abgewischkanal? Abgeschisst-Kanal? Ja, der Abgeschisst. Immer die Toiletten putzt, habe ich auch mal gesehen im Livestream. Ja, Fatty McDirty, ich glaube schon, dass er den essen würde, weil, ob du es glaubst oder nicht, morgen gibt es bei den Stiefeltern von Herr Behrend, gibt's Waschbär. Kann ich nicht vorstellen, du kannst keinen Waschbär essen, ey. Geht auch nicht. Google das jetzt. Waschbär essen. Schmeckt bestimmt wie Hühnchen. Hast du das nicht Rambi gestern schon gemacht? Ich hab das gestern Abend doch schon gegoogelt. Da musst du irgendeinen Test vorher machen, wird direkt angezeigt. Ich krieg nie einen Versuch für 8 Euro. Ja. Ja, das haben die garantiert nicht gemacht. Also Quatsch, die haben den direkt aus der Dachrinne gekratzt und abmacht in den Ofen. Das Fleisch ist dunkelrot und langfaserig. Ob Gulasch, Keule, Rollbraten oder eine deftige Waschbär-Sülzwurst, die Köchin hat immer neue Ideen. Kann man das echt nicht appetitlich vorstellen. Ich nehme einmal die deftige Waschbär-Sülzwurst, bitte. Ja, mit Kartoffeln. Ach, weiß nicht. Waschbären sind doch voll cool, ey. Ich als Kind fand, das haben Waschbären zu meinen Top 3 Lieblingstieren gezählt. Deswegen mag ich jetzt Michel ein Stückchen weniger. Wenn du es mal probieren würdest, wäre es vielleicht Top 1 der Lieblingstiere. Mal sagen, ob dann gut schmeckt oder so, man weiß ja nicht. Ach so! Mein Lieblingstier ist Rind, schmeckt einfach super. Das ist nicht der Typ mit den DTM-Videos? Ja, ich glaube auch. Das ist der DTM, der abgehobene DTM-YouTuber. Genau, ich glaube auch. Hast du ewig nichts mehr gemacht. Also wenn der heute streamt, ey, dann müssen wir erstmal nachfragen, wo denn die DTM-Videos bleiben. Aber bitte den ganzen Stream, ey. Ich lese ja eh nicht den Chat, von daher beim Fahren, von daher. Ja, so abgehoben ist er. Nicht mal den Chat liest er. Weißt du, jetzt 2 Jahre keinen scheiß Content machen auf dem Kanal und dann zurückkommen und einfach gar nicht mit dem Chat reden. Das sind schon 2 Jahre. DTM steht für Duki tötet meistens. Also ich würde ein bisschen vorsichtig sein. Sonst ist unser Red Dot Racing Rennen hier mal ganz schnell gelaufen, wa? Oh, ey. Krass, ich werde 5 Sekunden müder, ey. Luis, wir sind 4 Fahrer bei dem Event und wir sind nicht alle an einem Ort. Wir sind alle schön daheim und das läuft alles digital ab. Heute zählen sich mich ins Top 3 gerichtet, boah, ja. Müssen wir mal fragen, ob er auch gerne ein Gepard ist, weil Gepard war auch in meiner Top 3 meiner Lieblingstiere als Kind. Wisst ihr denn, mit welchem Gewürz man Waschbär am besten würzen sollte? Salz und Pfeffer. Naja, Waschbärlauch. Oh nein, Alter. Als Maul, Alter. Waschbärlauch, wow. Vorteil ist halt beim Waschbär zubereiten, dass man die vorher nicht waschen muss. Die sind ja schon sauber. Saubär. Ja, Saubär. Also doch alle an einem Ort. Daheim. Korrekt. Wir sind alle daheim. Die Witze werden heute echt nicht besser. Nee, also wer damit jetzt gerechnet hat, der. Also, es gibt ja einen Einstiegswitz und ab da geht's dann noch weiter runter. Und der war ja schon sehr, sehr tief heute, deswegen. Ich fand den Waschbären stark. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich hol das Witzbuch gleich raus. Und besser ist du. Und ergänzt noch. Da machen wir nämlich heute Witzbuch.
Dann machen wir heute Witzwoche. Ja. Bleibt. Na na, ich hab einen Onesie an, hallo. Wann hast du dich da entschieden dazu, deine Rolle als Witzfigur so anzunehmen und zu embracen? 2013, als ich angefangen habe zu streamen. Ah, gut, dann schau mal. Und ab dahin ging es nur noch bergab. Alles gut. Aber da weißt du jetzt Bescheid. Da ging das Rockstar-Leben los, weißt du? Hinter Pizza fressen. Sex, Drugs und Witzebücher. Ja, Sex, Drugs und Witzebücher, ey. Boah, das ist ein Leben. Oh, da steht einer. Boah, fällt er los. Rum. Pierre als nächstes fährt der Dizzy, der gerade schon fleißig am Trainieren und am Warmfahren ist. Für circa 2 Stunden. Danach kommt der nicht existente Luki abgefahren ins Auto für 3 Stunden. Ich habe noch ein bisschen Muffins auf Wade. Aber wenn du eine komplette Übersicht haben willst, guck einfach in die Videobeschreibung. Da ist ein tolles Dokument verlinkt, wo sowohl unsere Stint-Zeiten als auch die Streamlinks, die dazugehörigen, verlinkt sind. Da gibt's alle Infos, die du brauchst. Oder bei mir auf Twitch, Ausrufezeichen, Detona. Haben wir schon die 15 Sekunden bekommen eigentlich, wieder gefragt? Ich glaube noch nicht. Die kommen erst, wenn ich fahre. Ja, Kiwi, Michels Konstanz ist, also man kann ja Witze machen und sich über was lustig machen und lachen, dies, das, haha, aber wenn man es mal runterbricht und wirklich ernst meint, er ist schon fucking schnell, er ist schon fucking konstant, nebenbei noch sympathisch, aber hässlich, man kann nicht alles haben, ne? Redst du gerade von dir selber? Nee, er redet von Michel. Bei mir hätte ich noch bescheiden hinzugefügt, aber die Liste ist sonst eigentlich die gleiche, ja. Du sollst deinen Kanal wirklich demnächst dann abgeschissen umändern, Junge. Ich wollte vorhin nicht raus, aber in den Cheshire, Dizzy hatte vorhin in den Einstellungen Triple Screen zu stehen, daher wohl. Das naja, gut. Es sieht nämlich auch voll nach Triple Screen Settings aus und das wird dann halt runtergebrochen auf einen Bildschirm, deswegen ja. Sieht es so aus. Ja, das ändere ich jetzt aber nicht mehr. Nee, lass das auf jeden Fall. Auf die Zukunft, falls du nochmal Bock hast, AC zu fahren. Abflug Porsche. Uiuiui. Nee. Ah ja, da. Da sieht man's. Samuel, unterschiedlich, aber du kannst auch das kannst du tatsächlich im Live-Timing nachgucken, was direkt in der Videobeschreibung verlinkt ist oder in unserem Übersichtsdokument. Da siehst du immer, wie viele auf dem Auto sind. Zum Beispiel das Gutronic E-Racing-Team fährt mit 3 Leuten, Unicorns of Love fährt mit 5 Leuten oder zumindest sind 5 Leute eingetragen, genauso auch Gardi mit 5. Also, das ist sehr unterschiedlich. Aber boah, mit 5 Leuten Stint-Planung machen, ey, das ist ja, stell ich mir noch schlimmer vor. Hast du weniger, ja. Vielleicht sind die einfach ein bisschen unkomplizierter. Ach, weiß nicht. Vielleicht haben die einfach auch keine TV-Cam. Ich hab gerade mal zugehört, wahrscheinlich keinen im Team, der Waschbären futtert. Man muss aber auf jeden Fall 11 Pflichtboxen-Stops machen. Diese Regel ist für jedes Team gleich. Da ist egal, mit wie vielen Fahrern du fährst. Die müssen auf jeden Fall untergebracht werden. 11 Pitstops, die 180 Sekunden jeweils dauern. Und es ist einfach smart und klug, in dieser Pflichtwartezeit die Fahrerwechsel dann zu machen, damit man keine Zeit verschwendet. Ja. Ach du Scheiße. Wird das Auto nicht repariert, wenn man einen Boxenstopp macht?
Muss man, glaube ich, auswählen. Unten. Das kannst du aber nicht standardmäßig auswählen, deswegen musstest du es immer selber machen. Ah, okay. Ja, das werde ich nachher gleich, glaube ich, gleich mal von Anfang an machen. Weil ich habe nämlich gerade ganz leicht mal die Wand geknutscht und hatte auf einmal ganz wilde Spider-Apps in der Scheibe vorne. Ja, das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Die Wand hat wie so einen kleinen Luftpuffer. Wenn du den berührst, dann ist direkt instant tot. Ich würde das im Rennen aber gleich noch auslassen und nur nach Bedarf einschalten. Weil wenn du einen kleinen Kontakt hast mit dem Gegenspieler, dein Auto hat vielleicht gar keinen Einfluss genommen, kann es trotzdem sein, dass er dir ein paar Sekunden Reparaturzeit draufpackt, die dann eigentlich unnötig wären. Ja, aber die wird parallel gemacht. Ja. Ach so, tatsächlich. Okay, ja. Ja. Also wenn der Schaden nicht so immens riesig ist, dann die kleinen Schäden, die passieren parallel. Also der Pitstop dauert nicht länger. Tatsächlich. Ja, die 15 Sekunden Sky Travel, die werden wir mindestens so lange noch nachhängen wie die 5 Liter. Also der nächste Fahrer könnte sich so dann fertig machen. Was will er? Er hat doch gerade vorher noch gesagt, er will 2 Stunden länger fahren. Wurde im Chat so kommuniziert. Kann das bitte mal jemand ihm im Chat schreiben, dass wir... Soll ich noch eine Stunde dranhängen? Genau, eben. Will er doch. Ja, dann muss ich aber ganz schnell nochmal... Wie viel Zeit habe ich denn noch? Wie viele Runden hat er noch auf dem Tacho? Wegen Pinkeln? 27 Liter, 9 Runden circa. Ja, dann gehe ich jetzt schnell pissen. Bin gleich wieder da. Jo. Ja, das kommt mit einer Stunde immer ganz gut hin. Naja, ich werd mir Mühe geben, dass das schnell geht. Ich halt raus, das zurück. War nicht gemeint. Ich habe nicht auf dich bezogen eigentlich, aber... Soll ich noch eine Stunde dranhängen? Aber trotzdem, ist eine gute Ansage. Aber interessant zu wissen. Wenn ihr schon immer bei Waschbären landen, was ist denn das Außergewöhnlichste, was ihr bis jetzt gegessen habt? Ich glaube, so außergewöhnlich habe ich gar nicht gegessen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, was ich das Ekligste bis jetzt fand. Das klingt erstmal, glaube ich, gar nicht so eklig. Und zwar, das war 2000... War das 2010? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das ist schon zu lang her, oder? Ich kann keine Stunde mehr dranhängen. Egal. Nee, 2010 kann ich sein. Egal. Auf jeden Fall in der Mensa... Das ist schon mal grundsätzlich schon mal schlechter, das ganze Essen. Das waren irgendwie Afrika-Wochen. Und. Das klingt wie mein Mac ist. Ja, nee, da waren wirklich Afrika-Wochen. Da gab es an einem Tag Mais. Afrikaner. Nee, Maisbrei, also so wie Kartoffelbrei, nur mit Mais. Und da waren aber noch so richtig feste, harte, dreckige Maisstückchen noch mit dazwischen. Unhaltet der Brei. Und es hat so ekelhaft geschmeckt. Boah, ich fand, ohne Witz. Also, ich bin ja echt nicht empfindlich und ich hatte ja auch echt immer Hunger in der Uni und hab da eigentlich immer alles gegessen, was es da gab in der Mensa. Und das war echt nicht immer geil. Aber das war das erste Mal, wo ich echt nach 3-4 Bissen einfach gesagt habe, ne, sonst reihe ich da echt rein, ey. Also, das ging gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob da jemand auch schon mal Maisbrei gegessen hat und das geil findet, aber ich. Nur Konsistenz wegen oder Geschmack auch? Nein, das hat übelst eklig geschmeckt. Das war, boah, nee, gar nicht. Bäh. Also, mein außergewöhnlichstes Fleisch war tatsächlich Wildschweingulasch oder so und das ist ja recht unaußergewöhnlich, sag ich mal. Ja. Aber sonst außergewöhnlich habe ich keine Ahnung. Ich wüsste jetzt, also spontan, also ich habe bestimmt schon was Außergewöhnliches gegessen, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern, jetzt so gleich spontan, wo ich jetzt gesagt habe, boah, wenn mich mal jemand fragt, was ich außergewöhnlich weiß, was schon reingeschoben habe. So wie da. Wie bitte? Mal beim Chinesen gewesen, wo der nicht weiß, was drin war oder so. Oder so ein Gammelfleisch. Ja, gut, oder so. Aber das, dann weißt du ja trotzdem nicht, was drin war. Da war es wahrscheinlich eine feine Lasagne mit Pferdefleisch. Ja, Sascha. Welche Mensa? Das war die bei uns an der Technischen Fakultät. Genau, das muss ich auch noch dazu sagen. Die Mensa bei uns an der Technischen Fakultät kriegt ja nur das aufgewärmte Essen von der Hauptmensa. Ja, also das kommt auch nochmal dazu. Also es ist nicht gerade das Beste, was man so kriegen kann, aber es ist sehr günstig. Aber nur wenn du auf dem Server wieder drauf joinen. Bananeis, ich glaube, wir haben keine Strafe. Kann ja im Setup theoretisch den Flügel nochmal ändern. Aber lass mich da mal kurz hier umswitchen. Das sieht gut aus. Und nee, wir haben noch 0% Permadamage tatsächlich. Aber ja, generell sieht es bei allen Teams sehr. Das werden wir dann auch clean aus. Okay, cool, freuen wir uns drauf.
Die ich habe ja noch Ausrede für meine Rundzeit. Jedes Mal nach der Schikane haust du halt wahrscheinlich einen Off-Track hin, ne? Irgendwie könnte ich noch mehr fahren, also... What? Nee, generell alle. Ganz genau. Hätte wahrscheinlich schon 11 oder 12. So wie das aussieht. Naja, Nervosität kickt rein, mal gucken. Also ACC würde mich jetzt nicht so triggern, aber AC ist halt das erste Mal, ne? Mal gucken. Chain, Rona, das denke ich mir auch. Also ich wusste schon, dass da entsprechend der Ort, in dem ich das verputzt habe, natürlich auch sehr ausschlaggebend war. Das ist ganz klar. Maispreis heißt Polenta. Nee, das stimmt nicht. Polenta ist Maisgrieß. Oha! Maispreis kann auch was anderes sein. Ja, das war eigentlich zubereitet, denke ich mal, so von der Konsistenz her wie Kartoffelbrei. So, würde ich sagen. Aber mit festen Maisstückchen noch dazwischen. Was ich sehr scheiße fand, weil die konnte man kaum beißen. So, das waren nicht weich gekochte Maisstückchen, hihi, geil, sondern so richtig harte, dreckige... Aber soll es tatsächlich Polenta gewesen sein? Das ist mega geil. Also, außer halt in der Mensa da nicht. Also, das fand niemand geil. Also, das haben die wenigsten, haben das, glaube ich, aufgegessen. Und wieder so eine teure Runde. Nochmal so eine Frage. Wenn ich jetzt das Auto übernehme, also ja, ich connecte, gibt es irgendwo einen Timer, der mir sagt, ab wann ich losfahren darf? Ja, in diesen Apps, die du jetzt hast. Ja, okay. Nö, das liegt jetzt nicht unbedingt da dran, Sandra. Das links läuft irgendwo so eine Zeit runter oder sechs hoch. Sechs Runden circa. Alles klar. Ich frag lieber nochmal vorher, nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Reinsupport... Ja, ja, am besten ist, du bleibst bei Michel mal im Channel und der soll dir das nochmal genau sagen. Ja, also wir machen es auch meistens immer so, dass der aktive Fahrer, der das Auto verlässt und der neu einsteigt, dass die erstmal... bis der eine wirklich auf der Strecke ist, also wieder rollt und fährt und alles drum und dran, erstmal auch noch im Channel bleibt, weil man weiß ja nie. Ja, das ist gut. Sechs Runden circa. Wollen nicht, dass das irgendwie verkackt wird.